Justus, bist du fertig? Der Möbelwagen ist schon weg. Na los, auf geht's. Sag mal, wieso bist du denn noch im Bett? Ich will hier nicht weg, Mama. Aber ich dachte, du freust dich auf Hallberg. Hallberg ist doof. Und alle meine Freunde sind hier. Ich dachte, du wärst einverstanden mit dem Umzug. Deine Freunde können dich jederzeit besuchen. Wir sind ja nicht weit weg. Angeschmiert, angeschmiert. Komm, Mama, der Möbelwagen ist schon weg. Du Frechdachs. Mama, hier, hier, hier. Der Möbelwagen ist schon weg. Ich dachte, du vergisst es. Ich dachte, du vergisst es. Hier bin ich doch. So, na los. Da seid ihr ja endlich. Ich hab noch keinen Geburtstag. Gute Fahrt. Nein, Papa. Komm mal, oh, ich hab dich so lieb. Ich wünsche euch schön ein. Machen wir. Wir sind ja nicht aus der Welt. Ihr kommt uns ja sowieso besuchen. Stimmt's, ja. Justus? Und dann bring ich dir bei, wie man richtig angelt. Seit wann kannst du angeln? Na, wenn du da bist, kann ich das schon lange. Wir haben unseren eigenen Steg. Toll. Oh. Und damit du mich auf dem Laufenden halten kannst, brauchst du ganz bestimmt das hier. Danke, Opa. Cool, eine Kamera. Dass du jetzt aus Land ziehst, echt so weit weg, das ist so traurig. Och, Mama, alles gut. Jetzt geht wenigstens Peters Wunsch in Erfüllung, weißt du? Mama, wann fahren wir endlich los? Ja, ja, ich komm schon. Ja. Ach, unsere Kleine. Bin richtig stolz auf sie. Sie wollte ja schon immer eine Tierpraxis auf dem Land. Wenn das mit Marius dann auch mal was wird. Meinst du, die kommen zusammen? Wäre doch ideal. Tierärztin, Pferdezüchter, passt doch perfekt. Die ist schon viel zu lange allein. Ja. Ja, ja, ja. Bin schon unterwegs. Mein Chef. Er möchte über meine neue OP-Methode informiert werden. Kommst du zum Essen? Ja, versuch's, aber du weißt ja, wie das ist mit diesen Besprechungen. Mhm. Ich ruf dich an. Genug tolle Dinge vor die Linse kriegen. Ich werde alles ins Netz stellen. Einen Videoblog. So eine Art Filmtagebuch. Das Haus, den Garten, die neue Schule und alles, was wir essen. Dann können sich meine Freunde genau vorstellen, wie es bei uns ist. Bevor du was ins Netz stellst, will ich das aber sehen. Och, Mama, das ist Zensur. Genau. Geht schließlich niemandem was an, dass ich nicht kochen kann. Stopp, Mama, anhalt! Was ist denn? Hast du wieder was entdeckt? Mama, was ist das? Ich weiß auch nicht. Ein Wildschwein. Mensch, das war ein Kumpel, erzähle. Wenn sie Junge haben, können sie ganz schön gefährlich sein. Lass uns zum Auto gehen, komm. Fahrstuhl ab. So. Mama? Das klingt wie ein Hund. Vielleicht hat er eine Begegnung mit der Wache. Ich geh mal schauen. Du bleibst hier. Du verlässt das Auto nicht, okay? Aber... Ich komm gleich wieder. Keine Angst, ich will dir nur helfen. Keine Angst, ganz ruhig. Na, dich hat's ja ziemlich erwischt. Du hattest aber Glück, dass ich in der Nähe bin. Schön durchhalten. So. Was machen Sie da mit meinem Hund? Gehört er zu Ihnen? Ja. Er hat ihn ziemlich erwischt. Mensch, was machst du denn für Sachen? Ich hab doch gesagt, du sollst dich nicht mit Wildschweinen anlegen. Die sind zu gefährlich. Darf ich? Na, komm her. Was machen Sie denn da? Er muss operiert werden. Ja, das sehe ich. Wo gehen Sie denn hin? Ich bringe ihn zum Tierarzt. Warten Sie doch mal. Danke für Ihre Hilfe.
Ich bin Tierärztin. Wir sind da. Und? Wie findest du es? Wow, das ist echt cool. Kannst du dich an das Haus erinnern? Wir waren doch schon mal hier. Wo ist denn das Boot? Wow, das ist ja riesig. Hallo, Marita. Hey, Marius. Da bist du ja endlich. Schön, dass du endlich hier bist. Und, wie gefällt's dir? Aufregend. Ist was passiert? Was? Hast du einen Unfall gehabt? Ach nein, ich habe nur im Wald einen Hund verarztet. Was war das für ein Hund? Ein Golden Retriever. Der Besitzer wollte nicht, dass ich ihn weiter behandle. Merkwürdiger Mann. Hoffentlich bringt er ihn wirklich zum Tierarzt. Dunkel gekleidet? Mhm. Das war bestimmt Paul Sommerfeld. Er wohnt hier total zurückgezogen. Wahrscheinlich hat er nicht mal mitbekommen, dass Dr. Larsen seine Praxis aufgibt. Wo ist der nächste Tierarzt? In Eckelund, 60 Kilometer von hier. Das überlebt der Hund nicht. Lass uns zur Praxis fahren. Vielleicht ist er ja dort. Ja, klar. Justus! Sag mal, kann ich dich kurz alleine lassen? Klar. Sicher? Ich brauche kein Baby mehr. Okay, bis später. Ich fahre. Okay. Moment, ja? Ja, ja. Marius muss den Dr. Larsen. Meinem Hund geht's ziemlich schlecht. Er ist weg. Ich bin seine Nachfolgerin. Er hat viel zu viel Blut verloren. Können Sie helfen? Die Vene muss geschlossen werden. Hier ist zu. Wo haben Sie Ihre Tasche? Machen Sie doch was. Warte, ich helfe dir. Wie heißt er denn eigentlich? Er hat keinen Namen. Er ist mir vor ein paar Jahren zugelaufen. Ich nenne ihn einfach Hund. Wofür ist das? Damit wird er bald wieder aufwachen. Na, armer Hund. Ist ein tapferes Kerlchen. In der ersten Zeit wird er noch ein bisschen benommen sein und dann sollte er sich nicht zu heftig bewegen. Am besten, Sie lassen ihn bei mir. Dann kann ich ihn weiter beobachten. Nein. Er braucht Antibiotika und Schmerzmittel und die muss man ihm regelmäßig geben. Geben Sie mir einfach mit, was ich brauche. Ich kann das schon. Das sollte genügen. Das reicht für die nächsten zwei Tage. Wenn ich mehr brauche, dann besorge ich mir das. Es ist nicht richtig, dass Sie ihn mitnehmen. Danke für Ihre Hilfe. Was ist mit dem los? Das weiß hier keiner. Er ist vor 8 Jahren hier aufgetaucht und wollte ein Haus mieten. Und dann hat er sich ausgerechnet das dunkelste, abgelegenste Haus in der Bucht ausgesucht, das meinem Großonkel gehört. Es hatte keinen Strom, kein Wasser, gar nichts. Aber er wollte einfach dieses. Also habe ich es ihm vermietet. Er hatte sich hergerichtet und seitdem wohnt er dort. Er ist ein Eigenbrötler, aber ein versierter Steuerberater. Macht inzwischen die Steuern von Halberg. Das ist aber auch der einzige Kontakt, den er zulässt. Du bist einfach zu unternehmungslustig, mein Freund. Ja, wir sind schon zu Hause. Jetzt sind wir zu Hause. Ja. Gut. Ganz ruhig.
ganz ruhig. Nein. Julia, jetzt nicht. Bevor du wieder auflegst, ich brauche den neuen Pitch bis zum 12. Walter ist schon ganz aufgeregt. Lass uns später darüber reden. Bitte, jetzt stell dich doch nicht so an. Ich will doch nur wissen, ob das bis zum 12. Paul? Was ist? Ist alles in Ordnung. Geh wieder schlafen. Hast du wieder schlecht geträumt? Ja, aber ist nicht so schlimm. Soll ich bei dir schlafen? Morgen ist dein erster Tag in der neuen Schule. Geh wieder ins Bett, okay? Ich schlaf bei dir, bis du eingeschlafen bist. Wieso hat der Mann den Hund eigentlich keinen Namen gegeben? Na, vielleicht ist ihm keiner eingefallen. Mag er seinen Hund etwa nicht? Doch, ich glaube schon. Vielleicht mag er ihn lieber als die Menschen. Aber wieso hat er ihm dann keinen Namen gegeben? Das ist doch echt komisch. Jetzt macht er keine Gedanken mehr über komische Menschen, ja? Schlaf schön. Morgen, Marita. Hey. Morgen. Gut siehst du aus. Na, wie war die erste Nacht in deinem neuen Haus? Wunderbar, morgens aufzustehen und das Meer zu sehen. Justus hat gleich die Angel ausprobiert. Der wird sich hier ganz schnell einleben, da bin ich mir sicher. Der ist von allem begeistert. Sogar auf die Schule hat er sich gefreut. Einen Abschiedskuss habe ich auch nicht gekriegt, der hat sich gleich ins Getümmel gestürzt. Peter hätte es gefallen, dass sein Sohn so unkompliziert ist. Ich bin ja so froh, dass du dich für Heilberg entschieden hast. Eine Tierärztin wie dich hier zu haben, ist ein echter Glücksfall. Und nicht nur für die Tiere. Also, womit fangen wir an? Am besten, du schaust dich hier mal um. Ich muss noch kurz ins Büro. Da kommt schon Paul. Er holt die Unterlagen für die Steuer. Ah, dann kann ich ihn ja gleich mal fragen, wie es seinem Hund geht. Ich wollte ihn heute noch besuchen. Den Hund. Da mach dir mal keine Hoffnung. Paul lässt niemanden an sich heran. Und schon gar nicht in sein Haus. Ich will ja nur seinen Hund untersuchen. Morgen, Paul. Morgen. Alles vorbereitet? Die Unterlagen liegen im Büro. Wie geht's Ihrem Hund? Dem geht es gut. Danke. Sag ich doch. In einer halben Stunde bin ich da. Ja, ich habe heute mehr Zeit. Ja, bis gleich. Stieg! Wenn ich dich nicht hätte, bin mit meinen Gedanken wohl schon in der Uni. Hab einen schönen Tag, Liebes. Stieg. Ich möchte so gerne mit dir noch ein paar Tage wegfahren. Ich doch auch. Aber im Moment, unsere neue OP-Methode steht kurz vor dem Durchbruch. Ich kann jetzt nicht weg. Warum fährst du nicht alleine? Paris oder ein paar Tage Rom? Ich überleg's mir. Bis heute Abend, ja? Stieg? Ach. Viel Glück. Für den Durchbruch. Ach so. Ja, kann ich brauchen. Danke. Herr Sommerfeld? Ich wollte nur mal nach Ihrem Hund sehen. Meinem Hund geht's gut. Er hat viel geschlafen, ich habe ihm Medizin gegeben. Sie hätten nicht extra herkommen müssen. Er ist gerade erst operiert worden. Lassen Sie mich doch mal auf die Wunde schauen. Die Wunde verheilt sehr gut. Sollte sich daran was ändern, kann ich mich aber Ihnen melden.
Warten Sie mal. Das ist ein Entzündungshemmer. Geben Sie ihm bitte 2 morgens und 2 abends. Danke. Ach, was ich Sie noch fragen wollte. Marius hat mir erzählt, dass Sie seine Steuer machen. Ich würde Sie auch gerne engagieren. Das geht nicht. Ich habe viel zu viel zu tun in der Praxis. Ich habe keine Kapazitäten mehr frei. Sie müssen sich jemand anderen suchen. Mein Name ist übrigens Marita Engström. Sommerfeld. Freut mich. Falls Ihr Hund doch noch meine Hilfe braucht. Hm? Schönen Tag noch. Ah, nicht zu danken. Ich bin gerne gekommen. Nein, den Kaffee kann ich leider nicht annehmen. Ich habe viel zu tun. Was ist mit mir los? Seit wann laufe ich einem Mann hinterher? Hallo, mein Dichter. Machst du Brennholz für die Gemüsesuppe? Ich war gerade schwimmen, meine Haut ist noch ganz kühl. Ich hab dir doch gesagt, dass ich noch ein paar Tage brauche. Und ich hab dir gesagt, dass der Verlag nicht mehr warten kann. Komm, solange du die Suppe kochst, lese ich mal durch, was du schon hast. Suppe ja, lesen nein. Du bist doch kein Newcomer, du bist ein Bestseller-Autor. Oh, sehr schön. Da bist du ja endlich, Mama. Justus, du solltest doch nach der Schule nach Hause gehen. Mama, das ist Stine. Hallo. Und Harry geht's nicht so gut. Aber ihr wisst schon, dass die Praxis noch nicht geöffnet hat? Er mag nichts fressen, wird aber trotzdem immer dicker. Ich mach mir so Sorgen. Also. Harry, dann wollen wir dich mal ansehen. Muss ja sterben. Im Gegenteil. Weil dein Harry ja eine Harriet ist. Sie ist schwanger, Stine. Er kriegt ein Baby? Ja, nicht nur eins. Ich denke, in 2-3 Tagen ist es soweit. Mama hat gesagt, wir müssen unbedingt darauf achten, dass wir ein Männchen bekommen. Wow, super, ein Motorrad. So eins hätte ich auch gerne. Kennst du die Frau? Ich glaube, die ist aus Stockholm, die Freundin von dem schwarzen Mann. Der schwarze Mann? Der mit dem schönen Hund ohne Namen. Er ist ein bisschen unheimlich, aber sein Hund ist ganz süß. Mama sagt, er ist so etwas wie ein Einsiedler. Man darf ihn nicht stören. Vielleicht ist er ein Mörder oder so etwas. Nicht jeder, der einfach nur seine Ruhe braucht, ist gleich ein Mörder, weißt du. So, und ich schaue mir jetzt mal an, wie es in der Praxis weitergeht. Und dann fahren wir Stine und Harriet nach Hause, okay? Und als nächstes fahren wir zum Mörder. Wir müssen ja gucken, wie es seinem Hund geht. Erstens sagt man von niemandem, er sei ein Mörder, nur weil er anders ist. Und zweitens geht es dem Hund gut, okay? Hallo Mama, ich bin's. Alles ist in Ordnung. Die Kisten haben wir schon ausgepackt und wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt kommen. Ich kann es nicht fragen, ob er Zeit hat. Aber im Moment, weißt du, ist es schwierig. Wegen dieser neuen OP-Methode. Neue OP-Methode? Davon hat er mir gar nichts erzählt. Ach, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Er ist ja nur noch im Institut, weißt du. Dann komm doch ohne Papa. Was? Ohne mich findet er nicht mal 2 zusammenpassende Socken. Ich glaub nicht, was hier los ist. Okay, Mama, überleg's dir. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, meine Kleine. Schlaf gut, ja? Und gib Justus einen dicken Kuss von mir. Mach ich. Hast du noch was vergessen? Ach, Stieg, du bist es. Ich hab dir gerade deinen Lieblingskuchen gebacken. Ja. Ja, verstehe. Na dann, bis morgen. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Nacht, ja? Bis morgen. Das laufe ich alleine. Sag jetzt nichts. Viel Spaß in der Schule, mein Schatz. Viel Spaß bei der Arbeit. Hier. Hallo, Stine. Hallo, Justus.
Gefällt's dir? Ganz schön edel. Kleine Spende des Hauses. Na, bist du aufgeregt vor deinem ersten Tag? Ach komm, Marita. Du bist eine tolle Ärztin. Und wir brauchen dich hier in Hallberg. Abgesehen davon bin ich ja auch noch hier. Wenn es mal Probleme gibt, ich stehe hundertprozentig hinter dir. Ach was, wir fühlen uns jetzt schon super wohl hier. Wirklich. Ich glaube, Peter würde sich auch freuen, wenn du wieder richtig glücklich wirst. Ich bin ja glücklich. Ohne dich hätte ich das mit Peters Tod nie überstanden. Sag mal, würdest du denn, ich meine, wenn dir das mit der Praxiseröffnung nicht zu viel ist, in den nächsten Tagen mal mit mir essen gehen? Na klar, machen wir das. Du bist mein bester Freund. Also komm. Hier? Na, ihr? Euch scheint es ja ganz gut zu gehen heute. Was machst du denn hier? Danke, dass es mir doch gegeben ist. Ich habe seit Nacht in einem Rutsch durchgelesen. Das ist echt sehr berührend. Es ist nur noch nicht fertig. Das habe ich dir schon gesagt. Manchmal möchte ich wirklich wissen, woher du deine Geschichten hast. Ich meine, du verlässt doch das Haus quasi nicht. Hast du vielleicht irgendwo einen vergammelten Koffer gefunden mit alten Manuskripten von Sjöwal oder von Mankell oder so? Das ist noch nicht zum Weitergeben. Spinnst du, das ist perfekt. Ich werde es heute noch weiter zum Lesen geben. Nein, das wirst du nicht. Ich hätte gesagt, ich will nicht, dass irgendjemand diese Seiten liest. Noch nicht. Wieso stellst du dich eigentlich so an? Wenn ich dir sage, dass es gut ist, dann ist es gut. Herrgott, wieso muss es denn jedes Jahr ein neues Buch sein? Ich brauche Zeit. Euch geht es doch nur ums Geld. Um die Auflage. Mir geht's ums Geld. Boah, du kennst mich überhaupt nicht. Ich habe dich jahrelang wie ein rohes Ei behandelt. Was würdest du denn ohne uns machen, hm? Was würdest du denn ohne uns machen? Hund? Hund? Hast du einen Hund gesehen? Du meinst den Hund, der seit Jahren bei dir lebt, dem du nicht mal einen Namen gegeben hast, dem? Vielleicht hat er sich ein neues Herrchen gesucht. Eins, dem er wenigstens wichtig genug ist, als dass er mal einen Namen bekommt. Er ist verletzt. Immerhin, das hast du bemerkt. Schon wieder besser. Ich bin hier einfach langgelaufen und plötzlich war er da. Hör mal, Justus, wenn du früher von der Schule kommst, will ich wissen, wo du bist. Du kannst dich einfach in der Gegend rumstreunern. Das nächste Mal sagst du mir Bescheid. Ich habe ihm einen Namen gegeben. Carlsson. Der passt doch prima zu ihm. Hey, Carlsson, du bist mein neuer Freund. Du kannst ihm nicht einfach einen Namen geben. Er hat schon einen Besitzer. Aber Carlsson mag mich. Ich bringe ihn jetzt zu Herrn Sommerfeld und du gehst nach Hause, okay? Och, Manno. Komm. Bis später. Hund. Hallo. Haben Sie meinen Hund gesehen? Er ist zu meinem Sohn gelaufen. Ich habe ihn zurückgebracht. Hund? Ja, komm her, komm her. Ja, du bist ein Ausreißer. Er hat die Operation gut überstanden. Ja, er ist ein zäher Kerl. Danke. Ich würde Ihnen ja gerne einen Kaffee anbieten. Machen Sie sich keine Mühe. Ich bin noch gar nicht zum Einkaufen gekommen. Ich bin nicht auf Besuch angestellt. Kein Problem. Vielleicht das nächste Mal. Ja, vielleicht. Na, du willst was fressen, hä? Na, komm. Danke.
angerufen, hätte ich gleich für 4 eingekauft. Für 3. Oma ist ganz spät gekommen. Hm? Es war ein ganz spontaner Entschluss. Da die in der Nähe zu tun hat, da dachte ich, ich sehe mal, wie es euch geht. Ich hoffe, ihr nehmt mich auch als Einzelstück. Na, schade, dass Mama nicht da ist. Schön hier, oder? Ach, ich find's toll. Er ist schon ein richtiger kleiner Angelprofi. Mama, wann gibt's was zu essen? Spaghetti mit Schöttbüller. Ist das recht? Ja! Lecker. So, und jetzt erzähl mal, wie läuft's denn mit der Praxis? Elegant. Gute Gangart. Wie alt ist das denn genau? Schönes Pferd. Ich hab den Stammbaum hier. Oh, Entschuldigung. Ich komm gleich wieder. Paul, schon fertig. Wir werden immer schneller. Danke. Wenn Sie gleich unterschreiben wollen, kann ich es heute noch zur Post bringen. Ja, klar. Übrigens, Marita, unsere neue Tierärztin, würde ihre Dienste auch gerne in Anspruch nehmen. Ja, sie haben mich schon drauf angesprochen. Moment, da fehlt noch einer. Ich habe schon gesagt, dass ich keine Kapazitäten mehr habe. Schade. Naja, vielleicht kann ich am Anfang selber ein bisschen helfen. Wenn Sie wollen, frage ich einen Kollegen, ob er Zeit hat. Es hat keine Eile. Ich kenne Marita schon lange. Ihr Mann war mein bester Freund. Ich helfe gerne. Sie wirkt nicht wie eine Frau, die Hilfe braucht. Stimmt. Okay, ich muss dann wieder. Die Rechnung können Sie mir mailen. Mach ich. Na, wie sieht's aus? Wir sind im Geschäft. Super. Herr Sommerfeld? Hallo. Hallo. Wunderschöne Stelle hier. Ich suche nach Bären. Erfolgreich? Ja, dann spazieren wir weiter. Ihrem Hund scheint es ja besser zu gehen. Wenn Sie wollen, kann ich demnächst noch mal nach ihm schauen. Das wäre gut. Eben, wenn Sie nichts ausmacht. Ach, das macht mir nichts aus. Dann warten wir auf Sie. Ich habe übrigens inzwischen Kaffee gekauft. Ach. Also bis dann. Keine Beeren zum Nachtisch? Die waren noch nicht reif. Weißt du eigentlich, wie herrlich ihr das hier habt? Ja, das wissen wir. So, und jetzt sagst du mir, was los ist. Was soll denn los sein? Wieso ist Mama nicht mitgekommen? Sie ist doch nicht krank? Nein, Mama geht's gut, wie immer. Sie hatte nur keine Zeit, mitzukommen. Keine Zeit? Sie arbeitet nicht mehr. Sie ist ein paar Tage weggefahren. Kleiner Urlaub. Urlaub. Und wo ist sie hingefahren? Na, nur ein paar Tage, irgendwo aufs Land. Ausspannend in irgendeinem Wellnesshotel. Machen Frauen doch heutzutage manchmal. Da sind Männer überflüssig. Also den ganzen Tag solche Anwendungen. Also für mich wäre das nichts. Ja. Da musst du halt mit deinem alten Vater Vorlieb nehmen. Ehrlich gesagt, ich finde das ganz schön. So, und jetzt lege ich mich mal ein bisschen lang. Das Essen war hervorragend. Bis morgen. Bis morgen. Tante Sandra, ich wollte nur fragen, wie es Mama geht. Was? Erschöpft. Meines Hotel. Ich hab's ja gewusst. Meine Schwester konnte einfach nicht den Mund halten, oder? Wie immer viel zu viele Worte. Tante Sandra konnte noch nie lügen, Mama. Wenn sie nur knapp sagen würde, keine Ahnung, wo Elin ist, würde ich ihr das vielleicht glauben. Aber wenn sie sofort lossprudelt, ich hab sie schon seit Wochen nicht mehr gesehen. Aber ich weiß, dass sie erschöpft ist und dass sie schon lange von so einem Wellness träumt und dass sie sich schon seit Jahren diese Prospekte zuschicken lässt, dann weiß ich, dass irgendwas nicht stimmt. Wo ist sie denn eigentlich? Sandra ist schon ganz schön früh ins Büro. Willst du auch einen Kaffee? Jetzt sag mir, was los ist. Wieso weiß Papa nicht, dass du hier bist? Ich brauche mal ein paar Tage für mich. Ist das klar? Reg dich bloß nicht auf. Ich reg mich aber auf. Habt ihr Probleme? Nee, nicht mehr oder weniger als andere auch. Und was soll dann dieser Quatsch mit dem Wellness? Was? Ich meine, Papa ist total verunsichert. Er wird es ja nicht zugeben, aber er macht sich Sorgen. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Er ist zu mir gekommen. Das tut er doch sonst nicht. Du willst ihn doch nicht verlassen?
ich ihn verlassen will? Weißt du, das ist wirklich komisch. Ich finde es überhaupt nicht komisch. Ihr seid 40 Jahre verheiratet. Da macht man doch nicht solche Spielchen. Spielchen? Redet miteinander. Kannst du mir mal sagen, wieso das alles immer so kompliziert ist? Ellen Musiol, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Ich habe mindestens schon 10 Nachrichten hinterlassen, das ist also die 11. Ellen, bitte ruf mich an. Ich mache mir Sorgen. Du kannst doch nicht einfach abhauen, ohne mir zu sagen, wo du bist. Wie geht's dir denn? Ist Mama schon wieder zurück? Sie hat doch gesagt, dass sie ein bisschen später kommt. Ja? Wer ist denn diese hübsche kleine Dame? Ich bin Stine, die Freundin von Justus. Das ist die Katze von meinem Bruder. Ich wollte, dass Justus Mama sie anschaut, aber wenn sie nicht da ist, gehe ich lieber wieder. Mein Opa ist auch Tierarzt, sogar ein richtiger Professor in der Uniklinik. Sie hat sowas am Bauch, einen Knubbel. Mhm. Kann es sein, dass sie sich in letzter Zeit mal richtig geprügelt hat? Die Katze von unserem Nachbar kann Minnie überhaupt nicht leiden. Sie hat einen heftigen Kratzer abbekommen. Der hat sich jetzt entzündet und einen Abszess gebildet. Können Sie ihr helfen? Mein Opa kann alles. Ellen, bitte ruf mich an. Ich mache mir Sorgen. Du kannst doch nicht einfach abhauen, ohne mir zu sagen, wo du bist. Der neue Tierarzt ist sogar ein echter Professor. Guten Tag. Guten Tag. Keine Sorge, Nina, das wird schon wieder. Er hat noch eine kleine Halsentzündung. In ein paar Tagen kräht ihr Wolfgang wieder. Oh, danke. Wissen Sie, seit Wochen verschlafen wir alle, weil er nicht mehr kräht. Ach, das ändert sich, sobald er wieder gesund ist. Er hat sich nur ein bisschen übernommen, ihr Wolfgang. Passiert bei Männern manchmal. Wiedersehen. Was machst du hier bitte? Die Katze von Stines Bruder hatte einen Abszess. Den musste ich öffnen, der war ziemlich eklig. Das konnte ich ja nicht zu Hause im Wohnzimmer machen. Und da ich schon mal da war, gute Nachrichten sprechen sich eben rasend schnell rum, nicht wahr, Leute? Einen Moment, bitte. Komm mit. Es ist ja schön, dass du dich hier so einbringst. Aber kannst du dich bitte um deine Angelegenheiten kümmern? Ja. Meinst du nicht, dass dir so ein bisschen Wellness doch ganz gut tun würde? Wieso? Mir geht's gut. Und deine Mutter weiß, was sie tut. Wie wär's, wenn ihr miteinander redet? Ach, reden. Wird doch völlig überbewertet. Du musst doch nicht dauernd über alles reden. Das meiste erledigt sich doch von selbst. Hey, Carson! Bist du schnell? Was ist denn los? Hallo, ich bin hier zufällig langgelaufen und da habe ich Carson winseln gehört. Er musste mal. Hast du die Tür aufgemacht und hast ihn rausgelassen? Naja, sie war nicht da und Carson war... Carson? Ja, ist doch ein super Name, oder? Hat dir niemand gesagt, dass ich hier keinen Besuch will? Hm? Ich habe sie doch gar nicht besucht. Ich habe Carson besucht. Carson ist mein Freund. Aha. Ja, natürlich. Carson ist ein super Hund. Schöne Praxis hast du, mein Schatz. Wenn du mal wieder eine Vertretung brauchst, ich bin sofort zur Stelle. Interessiert es dich eigentlich nicht, wo die Mama sich verwöhnen lässt? Sie hat es mal erwähnt, klar, aber was ist daran so wichtig? Hauptsache, sie hat eine schöne Zeit. Justus, ich bin wieder da.
Hey Mama, Opa hat in der Praxis schwer zu tun und ich langweile mich hier so. Ich gehe mal den Hund von den schwarzen Mann besuchen. Tschüss, bin gleich wieder da. Ich gehe mal was kochen. Ich habe einen Bärenhunger. Du solltest auf ihn aufpassen und dich nicht in meiner Praxis selbst verwirklichen. Ich gehe ihn jetzt holen. Als ich wegging, war er noch da. Verdammt, er ist ein kleiner Junge. Ich habe dich nur gebeten, auf ihn aufzupassen. Ist das denn zu viel verlangt? Du sollst Herrn Sommerfeld doch nicht stören. Komm. Mama, hast du meine Nachricht gekriegt? Ja, hab ich. Carlson hat mich besucht und ich... Ich habe ihm erlaubt, mit dem Hund zu spielen. Aber ich hab's ihm nicht erlaubt. Entschuldigen Sie die Störung. Komm jetzt. Tut mir leid. Danke für die Kekse und den Kakao. Fand echt lecker. Schon gut. Kann ich Carlson mal wieder besuchen? Wenn du willst. Komm jetzt. Willst du mal zum Essen kommen? Mama kocht echt super. Wir sind schon weg. Komm. Gerne. Okay, dann heute Abend. Ich habe noch nichts vor. Na dann. Um 8. Super. Und bring Carlson mit. Ganz wichtig. Mach ich. Tschüss. Tschüss, Paul. Tschüss, Carlson. Ja. Ja. Das riecht ja köstlich. Ich wusste gar nicht, dass du so gut kochen kannst. Na, sag mal. Quatsch, Mama kocht super. Ist nur ein Braten, da muss ich nicht viel tun. Mama, willst du dich nicht noch umziehen? Wieso? Na, wenn man Gäste hat, dann macht man sich hübsch. Sagst du das selbst immer? Stimmt. Tja, ich gehe dann mal. So, wohin gehst du? Ja, Männerbesuch. Das ist mein Vater nicht besonders, Er ist nur ein Nachbar. Er kommt, weil Justus seinen Hund mag. Ist egal. Setz dich. Entspann dich. Ist der nicht gekommen? Vielleicht ist ihm was dazwischen gekommen, keine Ahnung. Mag er uns nicht? Ach, wir kennen Herrn Sommerfeld doch gar nicht. Und wir werden noch viele Freunde hier finden. Hey, wie wär's, wenn du Stine zum Essen einlädst? Och, Mama. Wieso? Ach, Mama. Wäre doch nicht schlecht, oder? Morgen ist ein neuer, schöner Tag, mein Schatz. Hm. Das ist so ein blöder Erwachsenenspruch. Ich wusste gar nicht, dass du das kannst. Weiß das Mama? Essen war hervorragend. Schade, dass dein Freund nichts davon abbekommen hat. Herr Sommerfeld ist nicht mein Freund. Und ich möchte nicht mehr darüber reden. Wie du willst. Reden wir halt über was anderes. Über das Wetter zum Beispiel. Also ich glaube, dass wir dieses Jahr einen milden Winter kriegen. Die Mücken fliegen schon so tief, dass man auf sie drauftreten kann. Kann es sein, dass Mama einen Liebhaber hat? Elin? Du meinst, Edi betrügt mich? Wie kommst du denn darauf? Hast du was gesehen? Du weißt doch ganz genau, dass sie nicht in diesem Wellnesshotel ist. Und sie hat mir gesagt, dass sie über alles nachdenken muss. Über alles. Was meint sie damit? Vielleicht. Vielleicht langweilt sie sich. Vielleicht hat sie Sehnsucht nach was Neuem. Vielleicht will sie einfach mal wieder ein richtiges Abenteuer erleben. Wer ist dieser Mann? Ich bring den um. Sie nur daran denken, mich zu verlassen.
Ich hab dir doch gesagt, du sollst mit ihr reden. Ich soll mit ihr reden? Ja, du! Sie will mich doch verlassen, dann soll sie doch mit mir reden. Ach, Papa! Du willst sie doch nicht verlieren. Ich gehe noch mal spazieren. Papa. Es tut mir leid. Können Sie mir mal sagen, was das soll? Justus hat sich auf Sie gefreut. Es tut mir leid. Es ist ja in Ordnung, wenn Sie Ihre Ruhe haben wollen, aber da machen Sie dem Kind doch keine Hoffnungen. Ich habe mich auch auf Justus gefreut. Vor allem habe ich mich auf Sie gefreut. Es ist gar nicht so einfach, wenn man so lange alleine lebt. Wissen Sie, wie lange es her ist, dass mich jemand zum Essen eingeladen hat? Und schon gar nicht eine Frau wie Sie. Ich bin aus der Übung. Sie könnten mir einen Kaffee anbieten. Sie haben doch gesagt, dass Sie Kaffee eingekauft haben. Ein Kaffee, ja. Darf ich Sie zum Kaffee einladen? Einen anderen. Ruf mich bitte an und sag, dass das nicht stimmt. Stieg, entschuldige, wenn ich dich so spät noch störe. Hast du Marita gesehen? Sie macht einen kleinen Spaziergang. Hast du es mal auf dem Handy probiert? Mailbox. Verdammte Erfindung. Immer wenn man jemand wirklich erreichen will, dann ist es nur die Mailbox. Skoll. Skoll. Auf die Frauen. Hm. Weißt du eigentlich, wie spät es ist? 5:12. Wieso? Lange sollst du nicht mehr warten. Ja, was denkst du, warum ich hier bin? Du musst mit ihr reden. Sie sagen immer, reden ist das Wichtigste. Und handeln. Ja, erst reden, dann handeln. Oder umgekehrt. Ich weiß nicht. Liebst du sie denn? Wenn Peter mir damals nicht dazwischen gefunkt hätte... Peter ist seit 9 Jahren tot. Meinst du nicht, es wird langsam Zeit? Ich habe gehofft, wenn sie erst mal da ist, dass dann alles klar ist. Klar. Das ist bei Frauen schon mal klar. Ich habe das Gefühl, als hätte ich die ganze Zeit auf dich gewartet, Herr Sommerfeld. Sie dürfen mich gerne duzen. Gut. Schön, dass du da bist. Seit wann bist du allein? Seit 9 Jahren. Manchmal kann ich es gar nicht fassen, wie schnell die Zeit vergangen ist. Dabei habe ich damals gedacht, sie würde nie vergehen. In der ersten Zeit, nach dem Unfall. Du bist ganz schön jung, als du deinen Mann verloren hast. Ja, und ich habe gerade mein Baby gekriegt. Peter war so stolz auf seinen Sohn. Wie ist es denn passiert, wenn du darüber reden magst? Ist schon okay. Kannst du dich daran erinnern? An den schrecklichen Unfall auf der Bohrinsel? Peter war dort Ingenieur. Das war kurz vor meinem Geburtstag. Ich wollte am nächsten Tag nach Hause kommen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich noch mal verlieben kann. Elin, endlich. Ich hab mir schon... Hey, Stieg. Ich bin's, Nike. Ach, du bist's, Nike. Ja.
Kreuzberg. Und da dachte ich mir, ich melde mich einfach mal bei dir. Also, ich hatte heute Abend Zeit. Hm. Wir könnten uns doch im Hotel treffen. Hm. Paul? Mama? Schlaf weiter, mein Schatz, es ist noch früh. Geht's dir gut, Mama? Natürlich. Ist der Opa weggefahren? Er hat mich aufgeweckt und gefragt, ob er mich alleine lassen kann. Okay. Dann weiß er ja, was er zu tun hat. Willst du schon gehen? Ich dachte, wir frühstücken noch zusammen im Bett. Das hast du dir wohl so gedacht, dass du so einfach aus meinem Leben wieder verschwinden kannst. Aber da hast du falsch gedacht. Ich lasse dich nämlich nicht so schnell wieder gehen. Ich kann das nicht. Ich glaube, ich habe eine Riesendummheit gemacht. Hey. Hey. Und? Ich habe gefunden, was du wolltest. Ist ja großartig. Bist du sicher, dass die Liste komplett ist? Alle Namen. Paul, ich muss leider gleich wieder los. Sag mal, wie lange bleibst du? Also, hättest du nicht Lust, heute Abend mit uns was essen zu gehen, Walter und mir? Ich kann nicht. Hätte ich mir denken können. Du siehst gut aus, sag mal. Viel besser als beim letzten Mal. Das Einsiedlerleben scheint dir ja doch ganz gut zu tun. Ruf mich an. Ich warte, hm? Auf den Text. Dank dir. Guten Tag, mein Schatz. Hopp! Du auch. Darf ich nach der Schule Karlsson besuchen? Oh, lieber nicht. Ich glaube, dass der Herr Sommerfeld das nicht will. Ach, Manu. Tschüss, Mama. Tschüss. Willst du nicht nach Mama schauen und deine Ehe retten? Marita, das ist anders, als du glaubst. Und ich dachte, sie hätte einen Freund, dabei betrügst du sie. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es erklären. Ich kann alles erklären. Ich will das überhaupt nicht hören. Erklär's Mama. Du bist wirklich das Letzte, Papa. Ja? Marita, du musst sofort kommen. Dem Fohlen geht es schlechter. Ja, ich komme. Ich habe gerade mit dem Labor telefoniert. Und?
Der Befund ist eindeutig. Mist. Wir konnten nichts mehr tun. Kümmere dich bitte um den Transport. Marius, haben Sie einen Augenblick? Entschuldigung, ich habe gerade einen Notfall. Nur ganz kurz. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass ich Hallberg verlasse, aus beruflichen Gründen. Die Miete zahle ich Ihnen natürlich so lange, bis Sie den Nachmittag haben. Ich dachte, es gefällt Ihnen hier. Es ist auch wunderschön, aber es geht ihm nicht anders. Jetzt machen Sie sich mal keine Gedanken über die Miete. Bringen Sie mir einfach den Schlüssel vorbei, wenn Sie gehen. Ja? Danke. Was ist denn passiert? Marita. Wo warst du? Es tut mir leid. Ich hatte was Wichtiges in Stockholm zu erledigen. Was ist denn los mit dir? Ich hasse es, wenn ich nicht mehr helfen kann. Ich musste gerade einen Fohlen töten. Komm mal her. Es tut mir leid. Es tut mir alles so leid. Schon gut. Hallo, Schatz. Das mit dem Angeln hat nicht geklappt. Es gibt Thun, Provençal. Sag mal, hast du eigentlich überhaupt nichts verstanden? Geh endlich, Papa. Hör auf, dich bei mir zu verstecken. Ja, das Huhn. Schluss mit Hühnchen. Na, du? Wie geht's dir? Nicht besonders. Ich fühle mich immer wieder eine Versagerin, wenn ich das tun muss. Marita, du hattest keine Wahl. Das Fohlen war schwer krank. Darf ich dich was fragen? Hm? Ich habe dich vorhin mit Paul Sommerfeld gesehen. Du weißt, dass er Hallberg verlässt. Das hat er mir vorhin gesagt. Wirklich? Dichter, Dichter, das Warten hat sich gelohnt. Wir haben die Filmrechte an den ersten drei Romanen verkauft. Und weißt du an wen? An eine schwedische Produktionsfirma? Nein. An eine europäische Produktionsfirma? Nein. An wen? Hollywood. Wir haben sie nach Hollywood verkauft. Du bist unglaublich. Die Stiftung wird sich freuen. Aber wie kann man denn nur so gleichgültig sein? Guck mal, du hast volles Mitspracherecht am Drehbuch und an der Besetzung. Pass auf, ich habe Shampoos mitgebracht. Du brauchst nur noch zu unterschreiben und dann feiern wir. Das ist großartig. Das ist ein hammer, super toller, geiler Deal. So, jetzt kann sich Ihr Pelle ins Leben stürzen. Danke. Gerne. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich mache jetzt auch Feierabend. Sommerfeld? Paul, hättest du das je gedacht? Das ist doch wirklich ein Traum, oder? So, herzlichen Glückwunsch, Paul. Jetzt lass uns mal wann anders feiern. Ich habe jetzt keine Zeit. Das machen wir, wenn ich in Stockholm bin. Gehen wir ganz groß aus. Verspreche ich dir. Wie viel du mir schon versprochen hast. Diesmal wird's was, ganz bestimmt. Na gut. Ich muss noch trocknen. Du bist der Größte. Danke. Du meine Güte. Oh. Im
meine Güte, na, das wäre ja jetzt was geworden, wenn ich den Vertrag verloren hätte. Entschuldigung, ich muss leider gleich wieder los. Aber danke, tschüss. Der Autor Christopher Arnon, dessen Identität sich halb schön in den Kopf zerbricht. Deswegen flüchtest du? Es tut mir leid. Es war ein Fehler. Ich hätte mich nicht auf dich einlassen sollen. Aber was hat das mit uns zu tun? Das ist doch kein Grund. Hat dir meine Lektorin erzählt, ich habe ein Angebot aus den USA. Die wollen alle meine Bücher verfilmen. Ist das nicht großartig? Und was war das mit uns? Ein Versehen? Ein One-Night-Stand? Das war nicht richtig. Das hätte nie passieren dürfen. Ich wünsche dir alles Gute. Na, was machst du denn hier? Ich wollte dich besuchen und dir jemand vorstellen. Das ist Mark. Ich habe ihn im Fitnessstudio kennengelernt. Hm? Mark, hm? Das ist Marita, meine Tochter. Hallo, Marita. Freut mich. Schön, dich kennenzulernen. Freut mich. Gehst du mal das Gepäck holen, bitte? Ja, ist gut. Bis gleich. Was soll das jetzt? Was? Na, das. Du, ich dachte, wir können ein bis zwei Tage hierbleiben. Ich koche auch für dich. Na dann, herzlich willkommen. So, Marita, versprochen ist versprochen. Gekocht, extra für dich. Na dann. Upsala. Oh ja, danke schön. Vielen Dank. Dankeschön. Möchtest du auch ein Glas? Ja, gerne. So, ich glaube, ich habe alle erforderlichen Daten. Fehlt nur noch deine Kontonummer. Da hat sich nichts geändert. Das kann nicht sein, dass du weiterhin alles der Stiftung zugutekommen lässt. Das ist Wahnsinn. Für mich nicht. Ich muss das machen. Paul! Brauchst du noch irgendwas von mir? Unterschrift? Ich möchte los. Findest du nicht, dass du genug getan hast? Meine Güte, das Geld steht dir zu. Kein Mensch hat was davon, wenn du dich für den Rest deines Lebens kasteist. Wir haben das oft genug diskutiert. Wahrscheinlich war es falsch, dass ich dir die Liste mit den Namen gegeben habe. Nein, das war richtig. Hör doch endlich auf, dich damit zu beschäftigen. Fang doch endlich mal an zu leben. Ich danke dir für alles, Julia. Ich melde mich, sobald ich weiß, wo ich bleiben werde. Okay? Ich könnte mit dir mitgehen. Ich glaube, du weißt nicht, worauf du dich da einlassen würdest. Justus Engström hier? Opa hier. Hey Opa, wie geht's dir denn? Naja, eigentlich ganz gut. Sag mal, habt ihr was von deiner Oma gehört? Was war's, Opa? Ich schick dir mal eine Mail. Tschüss. Ich hätte mich nicht auf dich einlassen sollen. Nicht? Ich habe keine Zeit. Hallo, Marita. Hallo. Ich habe noch den Blinker zum Angeln für Justus. Oh, das ist lieb. Ich glaube, er ist oben. Kannst du ihm den geben? Ich muss gleich weiter nach dem Haus sehen, bevor ich es wieder vermiete. Klar. Hat Paul Sommerfeld eine Adresse hinterlassen?
Nee. Er hat nur gesagt, wenn noch eine Abrechnung offen ist, dann soll ich dir in den Markson-Verlag schicken. Wahrscheinlich macht er denen jetzt die Steuer exklusiv. Er schreibt für den Verlag Kriminalromane unter dem Pseudonym Christopher Arnon. Wie bitte? Paul Sommerfeld ist Christopher Arnon? Das ist ja ein Ding. Seit wann weißt du das? Seit gestern. Ach, deswegen die ganze Geheimniskrämerei. Ich frage mich, vor was er flüchtet. Du hast dich verliebt. Stimmt's? Ich weiß auch nicht, wo das hinführen soll. Frag beim Verlag nach. Die helfen dir bestimmt weiter. Viel Glück. Ich muss unbedingt mit Frau Sommerfeld sprechen. Können Sie mir sagen, wo ich ihn finden kann? Tut mir leid. Ich sag auch niemandem, wer er ist. Ich habe wirklich da keine Ahnung, wo er steckt. Sehen Sie, Paul und ich, wir hatten einige Missverständnisse und ich wollte eigentlich nur... Ach, vergessen Sie es. Hören Sie, ich bin Pauls Lektorin. Ich muss ihn schützen, das verstehen Sie sicherlich. Das Einzige, was mich interessiert, ist, dass es Paul gut geht. Also... Wenn es einem Mann wie ihm überhaupt gut gehen kann. Und dass er schreibt. Ich werde ihm eine Nachricht zukommen lassen, dass Sie hier waren. Ich kann nicht mehr für Sie tun. Tut mir leid. Nacht über dem Meer. Der erste Roman, der ihn berühmt gemacht hat. Er handelt von der Sabotage auf einer Ölplattform. Alle haben gesagt, er hätte ein erstaunliches Detailwissen. Man habe das Gefühl, der Autor hätte das Unglück hautnah miterlebt. Kann es sein, dass sein richtiger Name auch nicht Paul Sommerfeld ist? Kann es sein, dass Paul Sommerfeld in Wahrheit Holger Niesen ist? Holger Niesen war verantwortlich für die Katastrophe und ist seitdem vom Erdboden verschwunden. Sagen Sie es mir. Ist Paul Sommerfeld Holger Niesen? Ist er es? Der hat auch noch Profit geschlagen von der Katastrophe. Warten Sie! Warten Sie! Sie irren sich in Ihre Tasche! Paul hat nie das Geld, das er verdient hat, für sich behalten. Das ist alles in seine Stiftung geflossen. Für die Hinterbliebenen des Unfalls. Ja, ja, natürlich. Sitz, sitz! Danke, dass du noch angerufen hast. Klar, ich rufe dich einmal im Monat an, falls es was zu besprechen gibt. Mit dem Verlag. Oder der Stiftung. Ich wollte dir eine gute Fahrt wünschen. Lass es dir gut gehen, Paul. Dank dir. Diese Marita? Sie hat rausgefunden, wer du wirklich bist. Das hat sie ziemlich umgehauen. Weil ich der berühmte Autor bin? Und weil du Holger Niesen bist. Das ist nicht wahr. Hey. Ja. Jetzt beruhig dich bitte, Papa. Ich fahr gleich los. Ich bin in circa einer Stunde bei dir, okay? Meine Güte, Papa, was ist denn schon wieder los? Schau dir das an. Hast du endlich mit ihr geredet? Hier. Deine Mutter. Und... dieser Mann, wer ist das? Will sie mich wegen ihm verlassen? Frag sie selbst, Papa. Ich kann das nicht. Ich habe Angst. Meine Güte, wenn du sie suchst, sie ist in meinem Haus. Was ist denn?
Was ist denn passiert? Kann ich dir irgendwie helfen? Der Mann, in den ich mich verliebt habe, er ist verantwortlich für Peters Tod. Ich find's cool, dass ihr da seid. Vielen Dank für deine Einladung. Wir haben uns ewige Treue geschworen, bis dass der Tod uns scheidet. Bin ich etwa tot? Stig, was machst du denn hier? Noch dazu mit einem Mann, der dein Sohn sein könnte. Elin, warum tust du mir sowas an? Ich hab dich immer geliebt. Ich hab mich so einsam gefühlt. Ich weiß, ich hab alles zerstört. Also wenn du willst, lassen wir uns scheiden. Ich glaube, ich gehe da mal besser. Du willst die Scheidung. Ich hab dich betrogen. Ich kann doch nicht von dir verlangen, dass du mir verzeihst. Obwohl ich es längst bereue. Ich will dich nicht verlieren, Elin. Ich kann ohne dich nicht leben. Ich kann auch nicht ohne dich leben. Ist das wahr? Ich muss dir was sagen. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber da war... Wir wissen, was wir wissen müssen. Und ich bin mir sicher, das werden wir nie vergessen. Komm. Und, alles wieder in Ordnung? Deine Mutter ist eine... wunderbare Frau. Wir machen alle Fehler. Aber wir lernen draus. Frauengespräch. Es ist schon komisch. Erst ertappe ich meinen Vater mit einem jungen Ding und dann tauchst du mit deinem Lover auf. Was hat er denn gesagt? Dass er ohne mich nicht leben kann. Oh. Und hast du ihm verziehen? Ja, natürlich. Ich liebe ihn doch. Und weiß er, dass du weißt, dass er eine Affäre hat? Er ahnt es. Es reicht doch. Und hat er dir verziehen? Ja, obwohl es gar nicht zu verzeihen gibt. Habt ihr nun oder habt ihr nicht? Marita. Nein, niemals. Also Carlson, los geht's. Fällt dir dein Name? Hey! Glaubst du, sie machen einen Fehler? Wenn schließlich bewiesen war, dass Max ein Bauernopfer der Ölgesellschaft war und die von ihm geforderten Sicherheitsvorkehrungen missachtet wurden. Er würde den Rest seines Lebens mit dieser Schuld leben müssen, wenn man das denn Leben nennen könnte. Denn eigentlich war er genauso tot wie die Menschen, die mit der Ölplattform im Meer versunken waren. Was machst du denn hier? Carlson, komm her. Komm. Carlson? Ja, so heißt er jetzt. Ich wollte es dir eigentlich persönlich erzählen. Ich war der verantwortliche Ingenieur auf der X-24. Das war mein erster Job. Ich war hochmotiviert, habe gleich zu Beginn gravierende Sicherheitslücken festgestellt. Ich habe hier meine Vorgesetzten weitergegeben und habe sie darauf aufmerksam gemacht, dass ein großes Unglück geschehen könnte. Die Zeitungen haben geschrieben, du seist allein verantwortlich gewesen. Natürlich haben sie das geschrieben. Was hätten denn sonst schreiben sollen?
war verantwortlich für die Plattform. Hättest du mehr tun können? Ich war sehr jung, unerfahren. Die Firmenleitung hat gesagt, das ist schon alles in Ordnung, so wie es ist. Ich habe meinen Mund gehalten. Ich war zu feige. Hatte Angst, meinen Job zu verlieren. Ob ich etwas hätte tun können? Ja. Ich hätte gegen meinen Arbeitgeber in die Öffentlichkeit gehen müssen. Das Sicherheitsprotokoll an die Presse weiterleiten müssen. Das hätte ich tun müssen. Dann hätte ich vielleicht das Unglück verhindern können. Ich weiß nicht, was ich dir sagen kann. Es tut mir alles so unglaublich leid. Ich weiß, ich kann dich nicht mal um Verzeihung bitten. Kannst du dir denn selber verzeihen? Es ist so verrückt, dass ich dir begegnen musste. Und so schön. Kasson, Kasson, komm raus! Ja, links, links! Schön, dass ihr da seid. Du siehst bezaubernd aus. Das amerikanische Studio hat im Verlag angerufen. Justus! Nicht so weit weg, wir essen gleich! Und? Ja, Ihnen gefällt meine neue Geschichte nicht. Ach, das ist aber schade. Nein, das ist großartig. Das zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Die Amerikaner, die wollen mir zu viel Schuld und Rache und Blut und Action und... Und was willst du? Ich will dich. Und meine Geschichten, die schreibe ich über das Leben. Und die Liebe. Und die Liebe, die Liebe, die Liebe. Genau. weg da, ich hab Hunger! Ja, ist ja gut. Ist ja schon fertig. Was gibt's denn Essen? Es gibt Salat. Bist du fertig? Der Möbelwagen ist schon weg. Na los, auf geht's. Mama, wieso bist du denn noch im Bett? Ich will hier nicht weg, Mama. Aber ich dachte, du freust dich auf Hallberg. Hallberg ist tot. Und alle meine Freunde sind hier. Ich dachte, du wärst einverstanden mit dem Umzug. Deine Freunde können dich jederzeit besuchen. Wir sind ja nicht weit weg. Hm? Angeschmiert, angeschmiert. Komm, Mama, ihr Möbel. Ich dachte, du vergisst es. Ich dachte, du vergisst es. Hier bin ich doch. So, na los. Da seid ihr ja endlich. Ich hab noch keinen Geburtstag. Gut gefahren. Komm mal hier. Oh, ich hab dich so gut. Gewöhnt euch schön ein. Machen wir. Wir sind ja nicht aus der Welt. Ihr kommt uns ja sowieso besuchen. Stimmt's, ja. Justus? Und dann bring ich dir bei, wie man richtig angelt. Seit wann kannst denn du angeln? Na, wenn du da bist, kann ich das schon lange. Wir haben unseren eigenen Steg. Toll. Oh. Und damit du mich auf dem Laufenden halten kannst, brauchst du ganz bestimmt das hier. Danke, Opa. Cool, eine Kamera. Oh, das ist lieb. Ja. Dass du jetzt aus Land ziehst, echt so weit weg, das ist so traurig. Och, Mama, ist alles gut. Jetzt geht wenigstens Peters Wunsch in Erfüllung, weißt du? Mama, wann fahren wir endlich los? Ja, ich komm schon. Ach, unsere Kleine. Bin richtig stolz auf sie. Sie wollte ja schon immer eine Tierpraxis auf dem Land. Wenn das mit Marius dann auch noch was wird. Meinst du, die kommen zusammen? Wäre doch ideal. Tierärztin, Pferdezüchter, passt doch perfekt. Die ist schon viel zu lange allein. Ja. Ja. Bin schon unterwegs. Mein Chef,
Er möchte über meine neue OP-Methode informiert werden. Kommst du zum Essen? Ja, versuch's, aber du weißt ja, wie das ist mit diesen Besprechungen. Mhm. Ich ruf dich an. Mama, nicht so schnell! Ich muss noch filmen! Du wirst auch genug tolle Dinge vor die Linse kriegen. Ich werde alles ins Netz stellen. Einen Videoblog. So eine Art Filmtagebuch. Das Haus, den Garten, die neue Schule und alles, was wir essen. Dann können sich meine Freunde genau vorstellen, wie es bei uns ist. Bevor du was ins Netz stellst, will ich das aber sehen. Och, Mama, das ist Zensur. Genau. Geht schließlich niemandem was an, dass ich nicht kochen kann. Stopp, Mama, anhalten! Was ist denn? Hast du wieder was entdeckt? Ich weiß auch nicht. Ein Wildschwein! Mensch, das war ein Kumpels erzähle. Wenn sie Junge haben, können sie ganz schön gefährlich sein. Lass uns zum Auto gehen, komm. Fahrstuhl ab. So. Mama? Ja, das klingt wie ein Hund. Vielleicht hat er eine Begegnung mit der Wache. Ich geh mal schauen. Du bleibst hier. Du verlässt das Auto nicht, okay? Aber... Ich komm gleich wieder. Keine Angst, ich will dir nur helfen. Keine Angst, ganz ruhig. Na, dich hat's ja ziemlich erwischt. Du hattest aber Glück, dass ich in der Nähe bin. Schön durchhalten. Was machen Sie da mit meinem Hund? Gehört der zu Ihnen? Ja. Hat ihn ziemlich erwischt. Mensch, was machst du denn für Sachen? Ich hab doch gesagt, du sollst dich nicht mit Wildschweinen anlegen. Die sind zu gefährlich. Darf ich? Na, komm her. Was machen Sie denn da? Er muss operiert werden. Ja, das sehe ich. Wo gehen Sie denn hin? Ich bringe ihn zum Tierarzt. Warten Sie doch mal. Danke für Ihre Hilfe. Ich bin Tierärztin. Wir sind da. Und? Wie findest du es? Wow, das ist echt cool. Kannst du dich an das Haus erinnern? Wir waren doch schon mal hier. Wo ist denn das Boot? Hallo, Marita. Hey, Marius. Da bist du ja endlich. Schön, dass du endlich hier bist. Und, wie gefällt's dir? Aufregend. Ist was passiert? Was? Hast du einen Unfall gehabt? Ach nein, ich habe nur im Wald einen Hund verarztet. Was war das für ein Hund? Ein Golden Retriever. Der Besitzer wollte nicht, dass ich ihn weiter behandle. Merkwürdiger Mann. Hoffentlich bringt er ihn wirklich zum Tierarzt. Dunkel gekleidet? Mhm. Das war bestimmt Paul Sommerfeld. Er wohnt hier total zurückgezogen. Wahrscheinlich hat er nicht mal mitbekommen, dass Dr. Larsen seine Praxis aufgibt. Wo ist der nächste Tierarzt? In Eckelund, 60 Kilometer von hier. Das überlebt der Hund nicht. Lass uns zur Praxis fahren. Vielleicht ist er ja dort. Ja, klar. Justus! Sag mal, kann ich dich kurz alleine lassen? Klar. Sicher? Ich brauche kein Baby mehr. Okay, bis später. Ich fahre. Okay. Moment, ja? Ja, ja.
Marius muss den Dr. Larsen. Meinem Hund geht's ziemlich schlecht. Er ist weg. Ich bin seine Nachfolgerin. Er hat viel zu viel Blut verloren. Können Sie helfen? Die Vene muss geschlossen werden. Hier ist zu. Wo haben Sie Ihre Tasche? Machen Sie doch was. Warte, ich helfe dir. Wie heißt er denn eigentlich? Er hat keinen Namen. Er ist mir vor ein paar Jahren zugelaufen. Ich nenne ihn einfach Hund. Wofür ist das? Damit wird er bald wieder aufwachen. Na, armer Hund. Ist ein tapferes Kerlchen. In der ersten Zeit wird er noch ein bisschen benommen sein und dann sollte er sich nicht zu heftig bewegen. Am besten, Sie lassen ihn bei mir. Dann kann ich ihn weiter beobachten. Nein. Er braucht Antibiotika und Schmerzmittel und die muss man ihm regelmäßig geben. Geben Sie mir einfach mit, was ich brauche. Ich kann das schon. Das sollte genügen. Das reicht für die nächsten 2 Tage. Wenn ich mehr brauche, dann besorge ich mir das. Es ist nicht richtig, dass Sie ihn mitnehmen. Danke für Ihre Hilfe. Was ist mit dem los? Das weiß hier keiner. Er ist vor 8 Jahren hier aufgetaucht und wollte ein Haus mieten. Und dann hat er sich ausgerechnet das dunkelste, abgelegenste Haus in der Bucht ausgesucht, das meinem Großonkel gehört. Es hatte keinen Strom, kein Wasser, gar nichts. Aber er wollte einfach dieses. Also habe ich es ihm vermietet. Er hat es sich hergerichtet und seitdem wohnt er dort. Er ist ein Eigenbrötler, aber ein versierter Steuerberater. Macht inzwischen die Steuern von Halberg. Das ist aber auch der einzige Kontakt, den er zulässt. Du bist einfach zu unternehmungslustig, mein Freund. Wir sind schon zu Hause. Julia, jetzt nicht. Bevor du wieder auflegst, ich brauche den neuen Pitch bis zum 12. Walter ist schon ganz aufgeregt. Lass uns später darüber reden. Bitte, jetzt stell dich doch nicht so an. Ich will doch nur wissen, ob das bis zum 12. Paul? Was ist? Ist alles in Ordnung. Geh wieder schlafen. Hast du wieder schlecht geträumt? Ja, aber ist nicht so schlimm. Soll ich bei dir schlafen? Morgen ist dein erster Tag in der neuen Schule. Geh wieder ins Bett, okay? Ich schlaf bei dir, bis du eingeschlafen bist. Wieso hat der Mann den Hund eigentlich keinen Namen gegeben? Na, vielleicht ist ihm keiner eingefallen. Mag er seinen Hund etwa nicht? Doch, ich glaube schon. Vielleicht mag er ihn lieber als die Menschen. Aber wieso hat er ihm dann keinen Namen gegeben? Das ist doch echt komisch. Jetzt mach dir keine Gedanken mehr über komische Menschen, ja? Schlaf schön. Marita. Hey. Morgen. Gut siehst du aus. Na? Wie war die erste Nacht in deinem neuen Haus? Wunderbar, morgens aufzustehen und das Meer zu sehen. Justus hat gleich die Angel ausprobiert.
Der wird sich hier ganz schnell einleben, da bin ich mir sicher. Der ist von allen begeistert. Sogar auf die Schule hat er sich gefreut. Einen Abschiedskuss habe ich auch nicht gekriegt. Der hat sich gleich ins Getümmel gestürzt. Peter hätte es gefallen, dass sein Sohn so unkompliziert ist. Ich bin ja so froh, dass du dich für Heilberg entschieden hast. Eine Tierärztin wie dich hier zu haben, ist ein echter Glücksfall. Und nicht nur für die Tiere. Also, womit fangen wir an? Am besten, du schaust dich hier mal um. Ich muss noch kurz ins Büro. Da kommt schon Paul. Er holt die Unterlagen für die Steuer. Ah, dann kann ich ihn ja gleich mal fragen, wie es seinem Hund geht. Ich wollte ihn heute noch besuchen. Den Hund. Da mach dir mal keine Hoffnung. Paul lässt niemanden an sich heran. Und schon gar nicht in sein Haus. Ich will ja nur seinen Hund untersuchen. Morgen, Paul. Morgen. Alles vorbereitet? Die Unterlagen liegen im Büro. Wie geht's Ihrem Hund? Dem geht es gut. Danke. Sag ich doch. In einer halben Stunde bin ich da. Ja, ja, ich habe heute mehr Zeit. Ja, bis gleich. Stieg! Stieg! Wenn ich dich nicht hätte, bin mit meinen Gedanken wohl schon in der Uni. Hab einen schönen Tag, liebes. Stieg, ich möchte so gerne mit dir noch ein paar Tage wegfahren. Ich doch auch. Aber im Moment, unsere neue OP-Methode steht kurz vor dem Durchbruch. Ich kann jetzt nicht weg. Warum fährst du nicht alleine? Paris oder ein paar Tage Rom? Ich überleg's mir. Bis heute Abend, ja? Stieg? Ach. Viel Glück für den Durchbruch. Ach so. Ja, kann ich brauchen. Danke. Sommerfeld? Ah. Ich wollte nur mal nach Ihrem Hund sehen. Meinem Hund geht's gut. Er hat viel geschlafen, ich habe ihm Medizin gegeben. Sie hätten nicht extra herkommen müssen. Er ist gerade erst operiert worden. Lassen Sie mich doch mal auf die Wunde schauen. Die Wunde verheilt sehr gut. Sollte sich daran was ändern, kann ich mich aber Ihnen melden. Warten Sie mal. Das ist ein Entzündungshemmer. Geben Sie ihm bitte 2 morgens und 2 abends. Hm? Danke. Ach, was ich Sie noch fragen wollte. Marius hat mir erzählt, dass Sie seine Steuer machen. Ich würde Sie auch gerne engagieren. Das geht nicht. Ich habe viel zu viel zu tun in der Praxis. Ich habe keine Kapazitäten mehr frei. Sie müssen sich jemand anderen suchen. Mein Name ist übrigens Marita Engström. Sommerfeld. Freut mich. Falls Ihr Hund doch noch meine Hilfe braucht. Hm? Schönen Tag noch. Ah. Nicht zu danken. Ich bin gerne gekommen. Nein, den Kaffee kann ich leider nicht annehmen. Ich habe viel zu viel zu tun. Was ist mit mir los? Seit wann laufe ich einem Mann hinterher? Hallo, mein Dichter. Machst du Brennholz für die Gemüsesuppe? Ich war gerade schwimmen, meine Haut ist noch ganz kühl. Hab dir doch gesagt, dass ich noch ein paar Tage brauche. Und ich hab dir gesagt, dass der Verlag nicht mehr warten kann. Komm, solange du die Suppe kochst, lese ich mal durch, was du schon hast. Suppe ja, lesen nein. Du bist doch kein Newcomer, du bist ein Bestseller-Autor. Oh, sehr schön. Da bist du ja endlich, Mama. Justus, du solltest doch nach der Schule nach Hause gehen. Mama, das ist Stine. Hallo. Und Harry geht's nicht so gut. Aber ihr wisst schon, dass die Praxis noch nicht geöffnet hat? Er mag nichts fressen, wird aber trotzdem immer dicker. Ich mach mir so Sorgen. Also. Harry, dann wollen wir dich mal ansehen. Muss ja sterben.
Im Gegenteil. Weil dein Harry ja eine Harriet ist. Sie ist schwanger, Stine. Er kriegt ein Baby? Ja, nicht nur eins. Ich denke, in 2-3 Tagen ist es soweit. Mama hat gesagt, wir müssen unbedingt darauf achten, dass wir ein Männchen bekommen. Wow, super, ein Motorrad. So eins hätte ich auch gerne. Kennst du die Frau? Ich glaube, die ist aus Stockholm, die Freundin von dem schwarzen Mann. Der schwarze Mann? Der mit dem schönen Hund ohne Namen. Er ist ein bisschen unheimlich, aber sein Hund ist ganz süß. Mama sagt, er ist so etwas wie ein Einsiedler. Man darf ihn nicht stören. Vielleicht ist er ein Mörder oder so etwas. Nicht jeder, der einfach nur seine Ruhe braucht, ist gleich ein Mörder, weißt du. So, und ich schaue mir jetzt mal an, wie es in der Praxis weitergeht. Und dann fahren wir Stine und Harriet nach Hause, okay? Und als nächstes fahren wir zum Mörder. Wir müssen ja gucken, wie es seinem Hund geht. Erstens sagt man von niemandem, er sei ein Mörder, nur weil er anders ist. Und zweitens geht's dem Hund gut, okay? Hallo Mama, ich bin's. Alles ist in Ordnung. Die Kisten haben wir schon ausgepackt und wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt kommen. Ich kann es dir fragen, ob er Zeit hat. Aber im Moment, weißt du, ist es schwierig. Wegen dieser neuen OP-Methode. Neue OP-Methode? Davon hat er mir gar nichts erzählt. Ach, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Er ist ja nur noch im Institut, weißt du. Dann komm doch ohne Papa. Was? Ohne mich findet er nicht mal 2 zusammenpassende Socken. Ich glaub nicht, was hier los ist. Okay, Mama, überleg's dir. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, meine Kleine. Schlaf gut, ja? Und gib Justus einen dicken Kuss von mir. Mach ich. Hast du noch was vergessen? Ach, Stieg, du bist es. Ich hab dir gerade den Lieblingskuchen gebacken. Ja. Ja, verstehe. Na dann, bis morgen. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Nacht, ja? Bis morgen. Von hier aus laufe ich alleine. Sag jetzt nichts. Viel Spaß in der Schule, mein Schatz. Viel Spaß bei der Arbeit. Ja. Hallo, Stine. Hallo, Justus. Gefällt's dir? Ganz schön edel. Kleine Spende des Hauses. Na, bist du aufgeregt vor deinem ersten Tag? Ach komm, Marita. Du bist eine tolle Ärztin. Und wir brauchen dich hier in Hallberg. Abgesehen davon bin ich ja auch noch hier. Wenn's mal Probleme gibt, ich stehe hundertprozentig hinter dir. Ach was, wir fühlen uns jetzt schon super wohl hier. Wirklich. Ich glaube, Peter würde sich auch freuen, wenn du wieder richtig glücklich wirst. Ich bin ja glücklich. Ohne dich hätte ich das mit Peters Tod nie überstanden. Sag mal, würdest du denn, ich meine, wenn dir das mit der Praxiseröffnung nicht zu viel ist, in den nächsten Tagen mal mit mir essen gehen? Na klar machen wir das. Du bist mein bester Freund. Also komm. Hier? Na, ihr? Euch scheint es ja ganz gut zu gehen heute. Was machst du denn hier? Danke, dass du es mir doch gegeben hast. Ich habe die seit Nacht in einem Rutsch durchgelesen. Das ist echt sehr berührend. Es ist nur noch nicht fertig. Das habe ich dir schon gesagt. Manchmal möchte ich wirklich wissen, woher du deine Geschichten hast. Ich meine, du verlässt doch das Haus quasi nicht. Hast du vielleicht irgendwo einen vergammelten Koffer gefunden mit alten Manuskripten von Sjöwal oder von Mankell oder so? Es ist noch nicht zum Weitergeben. Findest du, das ist perfekt? Ich werde es heute noch weiter zum Lesen geben. Nein, das wirst du nicht. Ich hatte gesagt, ich will nicht, dass irgendjemand diese Seiten liest. Noch nicht. Wieso stellst du dich eigentlich so an? Wenn ich dir sage, dass es gut ist, dann ist es gut. Herrgott, wieso muss es denn jedes Jahr ein neues Buch sein? Ich brauche Zeit. Euch geht es doch nur ums Geld. Um die Auflage. Mir geht es ums Geld? Boah, du kennst mich überhaupt nicht. Ich habe dich jahrelang wie ein rohes Ei behandelt.
Was würdest du denn ohne uns machen, hm? Was würdest du denn ohne uns machen? Hund? Hund? Hast du einen Hund gesehen? Du meinst den Hund, der seit Jahren bei dir lebt, dem du nicht mal einen Namen gegeben hast, den? Vielleicht hat er sich ein neues Herrchen gesucht. Eins, dem er wenigstens wichtig genug ist, als dass er mal einen Namen bekommt. Er ist verletzt. Immerhin, das hast du bemerkt. Aus! Aus! Hey Mama! Guck mal, dem Hund geht es schon wieder besser. Ich bin hier einfach langgelaufen und plötzlich war er da. Hör mal, Justus, wenn du früher von der Schule kommst, will ich wissen, wo du bist. Du kannst dich einfach in der Gegend rumstreunern. Das nächste Mal sagst du mir Bescheid. Ich hab ihm einen Namen gegeben. Carlsson. Der passt doch prima zu ihm. Hey, Carlsson, du bist mein neuer Freund. Du kannst ihm nicht einfach einen Namen geben. Er hat schon einen Besitzer. Aber Carlsson mag mich. Ich bring ihn jetzt zu Herrn Sommerfeld. Und du gehst nach Hause, okay? Och, Manno. Komm. Bis später. Haben Sie meinen Hund gesehen? Er ist zu meinem Sohn gelaufen. Ich habe ihn zurückgebracht. Hund? Ja, komm her, komm her. Ja, du bist ein Ausreißer. Er hat die Operation gut überstanden. Ja, er ist ein zäher Kerl. Danke. Ich würde Ihnen ja gerne einen Kaffee anbieten. Machen Sie sich keine Mühe. Ich bin noch gar nicht zum Einkaufen gekommen. Ich bin nicht auf Besuch angestellt. Kein Problem. Vielleicht das nächste Mal. Ja, vielleicht. Und du willst was fressen, hä? Na komm. Danke. Komm. Hätte ich gleich für 4 eingekauft. Für 3. Oma ist ganz spät gekommen. Hm? Es war ein ganz spontaner Entschluss. Da die in der Nähe zu tun hat, dachte ich, ich sehe mal, wie es euch geht. Ich hoffe, ihr nehmt mich auch als Einzelstück. Na, schade, dass Mama nicht da ist. Schön hier, oder? Ach, ich find's toll. Er ist schon ein richtiger kleiner Angelprofi. Mama, wann gibt's was zu essen? Spaghetti mit Chetbulla. Ist das recht? Ja! Lecker. So, und jetzt erzähl mal, wie läuft's denn mit der Praxis? Elegant. Gute Gangart. Wie alt ist das denn genau? Schönes Pferd. Ich habe den Stammbaum hier. Oh, Entschuldigung, ich komme gleich wieder. Paul, schon fertig. Es werden immer schneller. Danke. Wenn Sie gleich unterschreiben wollen, kann ich es heute noch zur Post bringen. Ja, klar. Übrigens, Marita, unsere neue Tierärztin, würde ihre Dienste auch gerne in Anspruch nehmen. Ja, Sie haben mich schon drauf angesprochen. Moment, da fehlt noch einer. Ich habe schon gesagt, dass ich keine Kapazitäten mehr habe. Schade. Naja, vielleicht kann ich ihr am Anfang selber ein bisschen helfen. Wenn Sie wollen, frage ich einen Kollegen, ob er Zeit hat. Es hat keine Eile. Ich kenne Marita schon lange. Ihr Mann war mein bester Freund. Ich helfe ihr gerne. Sie wirkt nicht wie eine Frau, die Hilfe braucht. Stimmt. Okay, ich muss dann wieder. Die Rechnung können Sie mir mailen. Mache ich. Na, wie sieht's aus? Wir sind im Geschäft. Super. Herr Sommerfeld? Hallo. Hallo. Hey. Wunderschöne Stelle hier. Ich suche nach Bären. Erfolgreich? Ja, dann spazieren wir weiter. Ihrem Hund scheint es ja besser zu gehen. Wenn Sie wollen, kann ich demnächst noch mal nach ihm schauen. Das wäre gut. Wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ach, das macht mir nichts aus. Dann warten wir auf Sie. Ich habe übrigens inzwischen Kaffee gekauft. Ach. Also bis dann.
Keine Beeren zum Nachtisch? Die waren noch nicht reif. Weißt du eigentlich, wie herrlich ihr das hier habt? Ja, das wissen wir. So. Und jetzt sagst du mir, was los ist. Was soll denn los sein? Wieso ist Mama nicht mitgekommen? Sie ist doch nicht krank? Nein, Mama geht's gut, wie immer. Sie hatte nur keine Zeit mitzukommen. Keine Zeit? Sie arbeitet nicht mehr. Sie ist ein paar Tage weggefahren. Kleiner Urlaub. Urlaub. Und wo ist sie hingefahren? Na, nur ein paar Tage. Irgendwo aufs Land. Ausspannend in irgendeinem Wellnesshotel. Machen Frauen doch heutzutage manchmal. Da sind Männer überflüssig. Also den ganzen Tag solche Anwendungen. Also für mich wäre das nichts. Ja. Da musst du halt mit deinem alten Vater Vorlieb nehmen. Ehrlich gesagt, ich finde das ganz schön. So, und jetzt lege ich mich mal ein bisschen lang. Das Essen war hervorragend. Bis morgen. Bis morgen. Tante Sandra, ich wollte nur fragen, wie es Mama geht. Was? Erschöpft. Wellness Hotel. Ich hab's ja gewusst. Meine Schwester konnte einfach nicht den Mund halten, oder? Wie immer viel zu viele Worte. Tante Sandra konnte noch nie lügen, Mama. Wenn sie nur knapp sagen würde, keine Ahnung, wo Elin ist, würde ich ihr das vielleicht glauben. Aber wenn sie sofort lossprudelt, ich habe sie schon seit Wochen nicht mehr gesehen. Aber ich weiß, dass sie erschöpft ist und dass sie schon lange von so einem Wellness träumt und dass sie sich schon seit Jahren diese Prospekte zuschicken lässt, dann weiß ich, dass irgendwas nicht stimmt. Wo ist sie denn eigentlich? Sandra ist schon ganz schön früh ins Büro. Willst du auch einen Kaffee? Jetzt sag mir, was los ist. Wieso weiß Papa nicht, dass du hier bist? Ich brauche mal ein paar Tage für mich. Ist das klar? Reg dich bloß nicht auf. Ich reg mich aber auf. Habt ihr Probleme? Nee, nicht mehr oder weniger als andere auch. Und was soll dann dieser Quatsch mit dem Wellness? Was? Ich meine, Papa ist total verunsichert. Er wird es ja nicht zugeben, aber er macht sich Sorgen. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Er ist zu mir gekommen. Das tut er doch sonst nicht. Du willst ihn doch nicht verlassen? Sagt er das? Dass ich ihn verlassen will? Weißt du, das ist wirklich komisch. Ich finde das überhaupt nicht komisch. Ihr seid 40 Jahre verheiratet. Da macht man doch nicht solche Spielchen. Spielchen? Redet miteinander. Kannst du mir mal sagen, wieso das alles immer so kompliziert ist? Hm? Ellen Musiol, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Ich habe mindestens schon 10 Nachrichten hinterlassen, das ist also die 11. Ellen, bitte ruf mich an. Ich mache mir Sorgen. Du kannst doch nicht einfach abhauen, ohne mir zu sagen, wo du bist. Wie geht's dir denn? Ist Mama schon wieder zurück? Sie hat doch gesagt, dass sie ein bisschen später kommt. Ah, wer ist denn diese hübsche kleine Dame? Ich bin Stine, die Freundin von Justus. Das ist die Katze von meinem Bruder. Ich wollte, dass Justus Mama sie anschaut, aber wenn sie nicht da ist, gehe ich lieber wieder. Mein Opa ist auch Tierarzt, sogar ein richtiger Professor in der Uniklinik. Sie hat sowas am Bauch, einen Knubbel. Mhm. Kann es sein, dass sie sich in letzter Zeit mal richtig geprügelt hat? Die Katze von unserem Nachbar kann Minnie überhaupt nicht leiden. Sie hat einen heftigen Kratzer abbekommen. Der hat sich jetzt entzündet und einen Abszess gebildet. Können Sie ihr helfen? Mein Opa kann alles. Willi, bitte ruf mich an. Ich mache mir Sorgen. Du kannst doch
kannst du nicht einfach abhauen, ohne mir zu sagen, wo du bist. Der neue Tierarzt ist sogar ein echter Professor. Guten Tag. Guten Tag. Keine Sorge, Nina, das wird schon wieder. Er hat noch eine kleine Halsentzündung. In ein paar Tagen kräht ihr Wolfgang wieder. Oh, danke. Wissen Sie, seit Wochen verschlafen wir alle, weil er nicht mehr kräht. Ach, das ändert sich, sobald er wieder gesund ist. Er hat sich nur ein bisschen übernommen, ihr Wolfgang. Passiert bei Männern manchmal. Wiedersehen. Was machst du hier bitte? Die Katze von Stines Bruder hatte einen Abszess. Den musste ich öffnen. Der war ziemlich eklig. Das konnte ich ja nicht zu Hause im Wohnzimmer machen. Und da ich schon mal da war, gute Nachrichten sprechen sich eben rasend schnell rum, nicht wahr, Leute? Ja. Einen Moment, bitte. Komm mit. Es ist ja schön, dass du dich hier so einbringst. Aber kannst du dich bitte um deine Angelegenheiten kümmern? Ja. Meinst du nicht, dass dir so ein bisschen Wellness doch ganz gut tun würde? Wieso? Mir geht's gut. Und deine Mutter weiß, was sie tut. Wie wär's, wenn ihr miteinander redet? Reden. Wird doch völlig überbewertet. Du musst doch nicht dauernd über alles reden. Das meiste erledigt sich doch von selbst. Hey, Carlson, bist du schnell? Was ist denn los? Hallo, ich bin hier zufällig langgelaufen. Und da habe ich Carlson winseln gehört. Er musste mal. Hast du die Tür aufgemacht und hast ihn rausgelassen? Naja, sie war nicht da und Carlson war... Carlson? Ja, ist doch ein super Name, oder? Hat dir niemand gesagt, dass ich hier keinen Besuch will? Hm? Ich habe sie doch gar nicht besucht. Ich habe Carlson besucht. Carlson ist mein Freund. Aha. Ja, natürlich. Carlson ist ein super Hund. Schöne Praxis hast du, mein Schatz. Wenn du mal wieder eine Vertretung brauchst, ich bin sofort zur Stelle. Interessiert es dich eigentlich nicht, wo die Mama sich verwöhnen lässt? Sie hat es mal erwähnt, klar, aber was ist daran so wichtig? Hauptsache, sie hat eine schöne Zeit. Justus, ich bin wieder da. Hm? Hey Mama, Opa hat in der Praxis schwer zu tun und ich langweile mich hier so. Ich gehe mal den Hund von den schwarzen Mann besuchen. Tschüss, bin gleich wieder da. Ich geh mal was kochen. Ich hab einen Bärenhunger. Du solltest auf ihn aufpassen und dich nicht in meiner Praxis selbst verwirklichen. Ich geh ihn jetzt holen. Als ich wegging, war er noch da. Verdammt, er ist ein kleiner Junge. Ich hab dich nur gebeten, auf ihn aufzupassen. Ist das denn zu viel verlangt? Du sollst Herrn Sommerfeld doch nicht stören kommen. Mama, hast du meine Nachricht gekriegt? Ja, hab ich. Carlson hat mich besucht und ich... Ich habe ihm erlaubt, mit dem Hund zu spielen. Aber ich habe es ihm nicht erlaubt. Entschuldigen Sie die Störung. Komm jetzt. Tut mir leid. Danke für die Kekse und den Kakao. Waren echt lecker. Schon gut. Kann ich Carlson mal wieder besuchen? Wenn du willst. Komm jetzt. Willst du mal zum Essen kommen? Mama kocht echt super. Wir sind schon weg. Komm. Gerne. Okay, dann heute Abend. Ich habe noch nichts vor. Na dann. Um 8. Super. Und bring Carlson mit. Ganz wichtig. Mach ich. Tschüss. Tschüss, Paul. Tschüss, Carlson. Ja. Ja. Mmh, das riecht ja köstlich. Ich wusste gar nicht, dass du so gut kochen kannst. Na, sag mal. Quatsch, Mama kocht super. Ist nur ein Braten, da muss ich nicht viel tun. Mama, willst du dich nicht noch umziehen? Wieso? Na, wenn man Gäste hat, dann macht man sich hübsch. Sagst du das selbst immer? Stimmt. Tja, ich geh dann mal. Ach so, wohin gehst du? Ja, Männerbesuch.
Da ist Mars Vater nicht besonders, Er ist nur ein Nachbar. Er kommt, weil Justus seinen Hund mag. Ist egal, setz dich. Entspann dich. Klingt wie ein Hund. Vielleicht hat er eine Begegnung mit der Wache. Ich gehe mal schauen. Du bleibst hier. Du verlässt das Auto nicht, okay? Aber... Ich komme gleich wieder. Keine Angst, ich will dir nur helfen. Keine Angst, ganz ruhig. Na, dich hat's ja ziemlich erwischt. Du hattest aber Glück, dass ich in der Nähe bin. Schön durchhalten. So. Was machen Sie da mit meinem Hund? Gehört er zu Ihnen? Ja. Hat ihn ziemlich erwischt. Mensch, was machst du denn für Sachen? Ich hab doch gesagt, du sollst dich nicht mit Wildschweinen anlegen. Die sind zu gefährlich. Darf ich? Na, komm her. Was machen Sie denn da? Er muss operiert werden. Ja, das sehe ich. Wo gehen Sie denn hin? Ich bringe ihn zum Tierarzt. Warten Sie doch mal. Danke für Ihre Hilfe. Ich bin Tierärztin. Kannst du dich an das Haus erinnern? Wir waren doch schon mal hier. Wo ist denn das Boot? Wow, das ist ja riesig. Hallo, Marita. Hey, Marius. Da bist du ja endlich. Schön, dass du endlich hier bist. Und, wie gefällt's dir? Aufregend. Ist was passiert? Was? Hast du einen Unfall gehabt? Ach nein, ich habe nur im Wald einen Hund verarztet. Was war das für ein Hund? Ein Golden Retriever. Der Besitzer wollte nicht, dass ich ihn weiter behandle. Merkwürdiger Mann. Hoffentlich bringt er ihn wirklich zum Tierarzt. Dunkel gekleidet? Mhm. Das war bestimmt... Oh, das ist lieb. Ja. Oh, dass du jetzt aufs Land ziehst, echt so weit weg, das ist so traurig. Och, Mama, ist alles gut. Jetzt geht wenigstens Peters Wunsch in Erfüllung, weißt du? Mama, wann fahren wir endlich los? Ja, ja, ich komm schon. Ach, unsere Kleine. Bin richtig stolz auf sie. Sie wollte ja schon immer eine Tierpraxis auf dem Land. Und wenn das mit Marius dann auch noch was wird? Meinst du, die kommen zusammen? Wäre doch ideal. Tierärztin, Pferdezüchter, passt doch perfekt. Die ist schon viel zu lange allein. Ja? Ja, ja, ja. Bin schon unterwegs. Mein Chef. Er möchte über meine neue OP-Methode informiert werden. Kommst du zum Essen? Ja, versuch's, aber du weißt ja, wie das ist mit diesen Besprechungen. Mhm. Ich ruf dich an. Genug tolle Dinge vor die Linse kriegen. Ich werde alles ins Netz stellen. Einen Videoblog. So eine Art Filmtagebuch. Das Haus, den Garten, die neue Schule und alles, was wir essen. Dann können sich meine Freunde genau vorstellen, wie es bei uns ist. Bevor du was ins Netz stellst, will ich das aber sehen.
Och, Mama, das ist Zensur. Genau. Geht schließlich niemandem was an, dass ich nicht kochen kann. Stopp, Mama, anhalten! Was ist denn? Hast du wieder was entdeckt? Ich weiß auch nicht. Ein Wildschwein! Mensch, das meinen Kumpels erzähle! Wenn sie Junge haben, können sie ganz schön gefährlich sein. Lass uns zum Auto gehen, komm. Fahrstuhl ab. So. Mama? Ja, das klingt wie ein Hund. Vielleicht hat er eine Begegnung mit der Wache. Ich geh mal schauen. Du bleibst hier. Du verlässt das Auto nicht, okay? Aber... Ich komm gleich wieder. Keine Angst, ich will dir nur helfen. Keine Angst, ganz ruhig. Na, dich hat's ja ziemlich erwischt. Du hattest aber Glück, dass ich in der Nähe bin. Schön durchhalten. In der ersten Zeit, nach dem Unfall. Du bist ganz schön jung, als du deinen Mann verloren hast. Ja, und ich habe gerade mein Baby gekriegt. Peter war so stolz auf seinen Sohn. Wie ist es denn passiert, wenn du darüber reden magst? Ist schon okay. Kannst du dich daran erinnern? An den schrecklichen Unfall auf der Bohrinsel? Peter war dort Ingenieur. Das war kurz vor meinem Geburtstag. Er wollte am nächsten Tag nach Hause kommen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich noch mal verlieben kann. Endlich, ich hab mir schon... Hey, Stieg, ich bin's, Nike. Ach, du bist Nike. Ja, ich bin in Heidelberg und da dachte ich mir, ich melde mich einfach mal bei dir. Also, ich hatte heute Abend Zeit. Hm. Wir könnten uns doch im Hotel treffen. Hm. Paul? Mama? Schlaf weiter, mein Schatz, es ist noch früh. Geht's dir gut, Mama? Natürlich. Ist der Opa weggefahren? Er hat mich aufgeweckt und gefragt, ob er mich alleine lassen kann. Okay. Dann weiß er ja, was er zu tun hat. Elin, bitte ruf mich an. Ich mache mir Sorgen. Kannst du nicht einfach abhauen, ohne mir zu sagen, wo du bist? Hey Opa, wie geht's dir denn? Ist Mama schon wieder zurück? Sie hat doch gesagt, dass sie ein bisschen später kommt. Ah, wer ist denn diese hübsche kleine Dame? Ich bin Stine, die Freundin von Justus.
Das ist die Katze von meinem Bruder. Ich wollte, dass Justus Mama sie anschaut, aber wenn es nicht da ist, gehe ich lieber wieder. Mein Opa ist auch Tierarzt, sogar ein richtiger Professor in der Uniklinik. Sie hat sowas am Bauch, einen Knubbel. Mhm. Kann es sein, dass sie sich in letzter Zeit mal richtig geprügelt hat? Mhm. Die Katze von unserem Nachbar kann Minnie überhaupt nicht leiden. Mhm. Sie hat einen heftigen Kratzer abbekommen. Der hat sich jetzt entzündet und einen Abszess gebildet. Können Sie ihr helfen? Mein Opa kann alles. Lilly, bitte ruf mich an. Ich mache mir Sorgen. Kannst du nicht einfach abhauen, ohne mir zu sagen, wo du bist? Der neue Tierarzt ist sogar ein echter Professor. Guten Tag. Guten Tag. Keine Sorge, Lina, das wird schon wieder. Er hat noch eine kleine Halsentzündung. In ein paar Tagen kräht ihr Wolfgang wieder. Oh, danke. Wissen Sie, seit Wochen verschlafen wir alle, weil er nicht mehr kräht. Ach, das ändert sich, sobald er wieder gesund ist. Er hat sich nur ein bisschen übernommen, ihr Wolfgang. Passiert bei Männern manchmal. Wiedersehen. Was machst du hier bitte? Die Katze von Stines Bruder hatte einen Abszess. Den musste ich öffnen, der war ziemlich eklig. Das konnte ich ja nicht zu Hause im Wohnzimmer machen. Und da ich schon mal da war, gute Nachrichten sprechen sich eben rasend schnell rum, nicht wahr, Leute? Ja. Einen Moment bitte. Komm mit. Es ist ja schön, dass du dich hier so einbringst. Aber kannst du dich bitte um deine Angelegenheiten kümmern? Ja. Meinst du nicht, dass dir so ein bisschen Wellness doch ganz gut tun würde? Wieso? Mir geht's gut. Und deine Mutter weiß, was sie tut. Wie wär's, wenn ihr miteinander redet? Ach, reden. Wird doch völlig überbewertet. Du musst doch nicht dauernd über alles reden. Das meiste erledigt sich doch von selbst. Hey, Carlson, bist du schnell? Was ist denn los? Hallo, ich bin hier zufällig langgelaufen und da habe ich Carlson winseln gehört. Er musste mal. Hast du die Tür aufgemacht und hast ihn rausgelassen? Naja, sie war nicht da und Carlson war... Carlson? Ja, ist doch ein super Name, oder? Hat dir niemand gesagt, dass ich hier keinen Besuch will? Hm? Ich habe sie doch gar nicht besucht. Ich habe Carlson besucht. Carlson ist mein Freund. Was hast du dir wohl so gedacht? Dass du so einfach aus meinem Leben wieder verschwinden kannst. Aber da hast du falsch gedacht. Ich lasse dich nämlich nicht so schnell wieder gehen. Ich kann das nicht. Ich glaube, ich habe eine Riesendummheit gemacht. Hey! Hey. Und? Ich habe gefunden, was du wolltest. Ist ja großartig. Bist du sicher, dass die Liste komplett ist? Alle Namen. Paul, ich muss leider gleich wieder los. Sag mal, wie lange bleibst du? Also, hättest du nicht Lust, heute Abend mit uns was essen zu gehen, Walter und mir? Ich kann nicht. Hätte ich mir denken können. Du siehst gut aus, sag mal. Viel besser als beim letzten Mal. Das Einsiedlerleben scheint dir ja doch ganz gut zu tun. Ruf mich an. Ich warte, hm? Auf den Text. Dank dir. Guten Tag, mein Schatz. Hopp! Du auch. Darf ich nach der Schule Carlson besuchen? Oh, lieber nicht. Ich glaube, dass der Herr Sommerfeld das nicht will. Ach, Mano. Hm. Tschüss, Mama. Tschüss. Willst du nicht nach Mama schauen und deine Ehe retten? Marita, das ist
Das ist anders, als du glaubst. Und ich dachte, sie hätte einen Freund, dabei betrügst du sie. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es erklären. Ich kann alles erklären. Ich will das überhaupt nicht hören. Erklär's Mama. Du bist wirklich das letzte Papa. Ja? Marita, du musst sofort kommen. Dem Fohlen geht es schlechter. Ja, ich komme. Ich habe gerade mit dem Labor telefoniert. Wo haben Sie Ihre Tasche? Machen Sie doch was. Warte, ich helfe dir. Geschafft. Wie heißt er denn eigentlich? Er hat keinen Namen. Er ist mir vor ein paar Jahren zugelaufen. Ich nenne ihn einfach Hund. Wofür ist das? Damit wird er bald wieder aufwachen. Na, armer Hund. Ist ein tapferes Kerlchen. In der ersten Zeit wird er noch ein bisschen benommen sein und dann sollte er sich nicht zu heftig bewegen. Am besten, Sie lassen ihn bei mir. Dann kann ich ihn weiter beobachten. Nein. Er braucht Antibiotika und Schmerzmittel und die muss man ihm regelmäßig geben. Geben Sie mir einfach mit, was ich brauche. Ich kann das schon. Das sollte genügen. Das reicht für die nächsten zwei Tage. Wenn ich mehr brauche, dann besorge ich mir das. Es ist nicht richtig, dass Sie ihn mitnehmen. Danke für Ihre Hilfe. Was ist mit dem los? Das weiß hier keiner. Er ist vor 8 Jahren hier aufgetaucht und wollte ein Haus mieten. Und dann hat er sich ausgerechnet das dunkelste, abgelegenste Haus in der Bucht ausgesucht, das meinem Großonkel gehört. Es hatte keinen Strom, kein Wasser, gar nichts. Aber er wollte einfach dieses. Also habe ich es ihm vermietet. Er hat es sich hergerichtet und seitdem wohnt er dort. Er ist ein Eigenbrötler, aber ein versierter Steuerberater. Macht inzwischen die Steuern von Halb Halberg. Das ist aber auch der einzige Kontakt, den er zulässt. Du bist einfach so unternehmungslustig, mein Freund. Ja, sind schon zu Hause. Julia, jetzt nicht. Bevor du wieder auflegst, ich brauche den neuen Pitch bis zum 12. Walter ist schon ganz aufgeregt. Lass uns später darüber reden. Bitte, jetzt stell dich doch nicht so an. Ich will doch nur wissen, ob es bis zum 12. Paul? Kannst du dich an das Haus erinnern? Wir waren doch schon mal hier. Wo ist denn das Boot? Wow, das ist ja riesig. Hallo, Marita. Hey, Marius. Da bist du ja endlich. Schön, dass du endlich hier bist. Und, wie gefällt's dir? Aufregend. Ist was passiert? Was? Hast du einen Unfall gehabt? Ach nein, ich habe nur im Wald einen Hund verarztet. Was war das für ein Hund? Ein Golden Retriever. Der Besitzer wollte nicht, dass ich ihn weiter behandle. Merkwürdiger Mann. Hoffentlich bringt er ihn wirklich zum Tierarzt. Dunkel gekleidet? Mhm. Das war bestimmt Paul Sommerfeld. Er wohnt hier total zurückgezogen. Wahrscheinlich hat er nicht mal mitbekommen, dass Dr. Larsen seine Praxis aufgibt. Wo ist der nächste Tierarzt?
In Eckelund, 60 Kilometer von hier. Das überlebt der Hund nicht. Lass uns zur Praxis fahren. Vielleicht ist er ja dort. Ja, klar. Justus? Sag mal, kann ich dich kurz alleine lassen? Klar. Sicher? Ich brauche kein Baby mehr. Okay, bis später. Ich fahre. Okay. Moment, ja? Ja, ja. Marius, wo ist denn Dr. Larsson? Beim Hund geht's ziemlich schlecht. Er ist weg. Ich bin seine Nachfolgerin. Er hat viel zu viel Blut verloren. Können Sie helfen? Die Vene muss geschlossen werden. Hier ist zu. Wozu haben Sie Ihre Tasche? Machen Sie doch was. Warte, ich helfe dir. Wie heißt er denn eigentlich? Er hat keinen Namen. Er ist mir vor ein paar Jahren zugelaufen. Ich nenne ihn einfach Hund. Wofür ist das? Damit wird er bald wieder aufwachen. Ich will wirklich wissen, woher du deine Geschichten hast. Ich meine, du verlässt doch das Haus quasi nicht. Hast du vielleicht irgendwo einen vergammelten Koffer gefunden mit alten Manuskripten von Sjöwal oder von Mankell oder so? Es ist noch nicht zum Weitergeben. Spinnst du, das ist perfekt. Ich werde es heute noch weiter zum Lesen geben. Nein, das wirst du nicht. Ich hatte gesagt, ich will nicht, dass irgendjemand diese Seiten liest. Noch nicht. Wieso stellst du dich eigentlich so an? Wenn ich dir sage, dass es gut ist, dann ist es gut. Herrgott, wieso muss es denn jedes Jahr ein neues Buch sein? Ich brauche Zeit. Euch geht es doch nur ums Geld. Um die Auflage. Mir geht's ums Geld? Boah, du kennst mich überhaupt nicht. Ich habe dich jahrelang wie ein rohes Ei behandelt. Was würdest du denn ohne uns machen, hm? Was würdest du denn ohne uns machen? Hund? Hund? Hast du einen Hund gesehen? Du meinst den Hund, der seit Jahren bei dir lebt, dem du nicht mal einen Namen gegeben hast, dem? Vielleicht hat er sich ein neues Herrchen gesucht. Eins, dem er wenigstens wichtig genug ist, als dass er meinen Namen bekommt. Er ist verletzt. Immerhin, das hast du bemerkt. Aus! Aus! Hey Mama! Guck mal, dem Hund geht es schon wieder besser. Ich bin hier einfach langgelaufen und plötzlich war er da. Hör mal, Justus, wenn du früher von der Schule kommst, will ich wissen, wo du bist. Du kannst dich einfach in der Gegend rumstreunern. Das nächste Mal sagst du mir Bescheid. Ich habe ihm einen Namen gegeben. Carlsson. Der passt doch prima zu ihm. Hey, Carlsson, du bist mein neuer Freund. Du kannst ihm nicht einfach einen Namen geben. Er hat schon einen Besitzer. Aber Carlsson mag mich. Ich bringe ihn jetzt zu Herrn Sommerfeld. Und du gehst nach Hause, okay? Och, Manno. Komm. Bis später. Hallo. Haben Sie meinen Hund gesehen? Er ist zu meinem Sohn gelaufen. Ich habe ihn zurückgebracht. Hund? Ja, komm her. Komm her. Ja, du bist ein Ausreißer. Er hat die Operation gut überstanden. Ja, er ist ein zäher Kerl. Danke. Ich würde Ihnen ja gerne einen Kaffee anbieten. Machen Sie sich keine Mühe. Ich bin noch gar nicht zum Einkaufen gekommen. Ich bin nicht auf Besuch angestellt. Kein Problem. Vielleicht das nächste Mal. Ja, vielleicht. Na, du willst was fressen, hä? Na, dann komm. Komm. Was ist mit mir los? Seit wann laufe ich einem Mann hinterher?
Hallo, mein Dichter. Machst du Brennholz für die Gemüsesuppe? Ich war gerade schwimmen, meine Haut ist noch ganz kühl. Hab dir doch gesagt, dass ich noch ein paar Tage brauche. Und ich hab dir gesagt, dass der Verlag nicht mehr warten kann. Komm, solange du die Suppe kochst, lese ich mal durch, was du schon hast. Die Suppe ja, lesen nein. Du bist doch kein Newcomer, du bist ein Bestseller-Autor. Oh, sehr schön. Da bist du ja endlich, Mama. Justus, du solltest doch nach der Schule nach Hause gehen. Mama, das ist Stine. Hallo. Und Harry geht's nicht so gut. Aber ihr wisst schon, dass die Praxis noch nicht geöffnet hat? Er mag nichts fressen, wird aber trotzdem immer dicker. Ich mach mir so Sorgen. Also. Harry, dann wollen wir dich mal ansehen. Muss ja sterben. Im Gegenteil. Weil dein Harry ja eine Harriet ist. Sie ist schwanger, Stine. Er kriegt ein Baby? Ja, nicht nur eins. Ich denke, in 2-3 Tagen ist es soweit. Mama hat gesagt, wir müssen unbedingt darauf achten, dass wir ein Männchen bekommen. Wow, super, ein Motorrad. So eins hätte ich auch gerne. Kennst du die Frau? Ich glaube, die ist aus Stockholm, die Freundin von dem schwarzen Mann. Der schwarze Mann? Der mit dem schönen Hund ohne Namen. Er ist ein bisschen unheimlich, aber sein Hund ist ganz süß. Mama sagt, er ist so etwas wie ein Einsiedler. Man darf ihn nicht stören. Vielleicht ist er ein Mörder oder so etwas. Nicht jeder, der einfach nur seine Ruhe braucht, ist gleich ein Mörder, weißt du? So, und ich schaue mir jetzt mal an, wie es in der Praxis weitergeht. Und dann fahren wir Stine und Harriet nach Hause, okay? Und als nächstes fahren wir zum Mörder. Wir müssen ja gucken, wie es seinem Hund geht. Erstens sagt man von niemandem, er sei ein Mörder, nur weil er anders ist. Und zweitens geht es dem Hund gut, okay? Hallo Mama, ich bin's. Alles ist in Ordnung. Die Kisten habe ich schon ausgepackt und wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt kommen. Ich kann es nicht fragen, ob er Zeit hat. Aber im Moment, weißt du, ist es schwierig. Wegen dieser neuen OP-Methode. Neue OP-Methode? Davon hat er mir gar nichts erzählt. Ach, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Er ist ja nur noch im Institut, weißt du. Dann komm doch ohne Papa. Was? Ohne mich findet er nicht mal 2 zusammenpassende Socken. Ich glaube, was hier los ist. Okay, Mama, überleg's dir. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, meine Kleine. Schlaf gut, ja? Und gib Justus einen dicken Kuss von mir. Mach ich. Sagen, wo du bist. Der neue Tierarzt ist sogar ein echter Professor. Guten Tag. Guten Tag. Keine Sorge, Nina, das wird schon wieder. Er hat noch eine kleine Halsentzündung. In ein paar Tagen kräht ihr Wolfgang wieder. Oh, danke. Wissen Sie, seit Wochen verschlafen wir alle, weil er nicht mehr kräht. Ach, das ändert sich, sobald er wieder gesund ist. Er hat sich nur ein bisschen übernommen hier, Wolfgang. Passiert bei Männern manchmal. Wiedersehen. Was machst du hier bitte? Die Katze von Stines Bruder hatte einen Abszess. Den musste ich öffnen. Der war ziemlich eklig. Das konnte ich ja nicht zu Hause im Wohnzimmer machen. Und da ich schon mal da war, gute Nachrichten sprechen sich eben rasend schnell rum, nicht wahr, Leute? Einen Moment bitte. Komm mit. Es ist ja schön, dass du dich hier so einbringst. Aber kannst du dich bitte um deine Angelegenheiten kümmern? Ja. Meinst du nicht, dass dir so ein bisschen Wellness doch ganz gut tun würde? Wieso? Mir geht's gut. Und deine Mutter weiß, was sie tut. Wie wär's, wenn ihr miteinander redet? Reden. Wird doch völlig überbewertet. Du musst doch nicht dauernd über alles reden. Das meiste erledigt sich doch von selbst. Was ist denn los? Hallo. Ich bin hier zufällig langgelaufen und da habe ich Carlson winseln gehört. Er musste mal. Hast du die Tür aufgemacht und hast ihn rausgelassen? Naja, sie war nicht da und Carlson war... Carlson? Ja, ist doch ein super Name, oder? Hat dir niemand gesagt, dass ich hier keinen Besuch will? Hm? Ich hab sie doch gar nicht besucht. Ich hab Carlson besucht. Carlson ist mein Freund. Ah. Ja, natürlich. Carlson ist ein super Hund. Schöne Praxis hast du, mein Schatz. Wenn du mal wieder eine Vertretung brauchst, ich bin sofort zur Stelle. Interessiert es dich eigentlich nicht, wo die Mama sich verwöhnen lässt? Sie hat es mal erwähnt, klar, aber was ist daran so wichtig? Hauptsache, sie hat eine schöne Zeit. Justus!
Christus, ich bin wieder da. Hey Mama, Opa hat in der Praxis schwer zu tun und ich langweile mich hier so. Ich gehe mal den Hund von den schwarzen Mann besuchen. Tschüss, bin gleich wieder da. Ich gehe mal was kochen. Ich habe einen Bärenhunger. Du solltest auf ihn aufpassen und dich nicht in meiner Praxis selbst... Ich verstehe das nicht. Du bist der Bestsellerautor Christopher Arnum? Und dessen Identität sich halb schön in den Kopf zerbricht? Deswegen flüchtest du? Es tut mir leid. Es war ein Fehler. Ich hätte mich nicht auf dich einlassen sollen. Aber was hat das mit uns zu tun? Das ist doch kein Grund. Hat dir meine Lektorin erzählt, ich habe ein Angebot aus den USA. Die wollen alle meine Bücher verfilmen. Ist das nicht großartig? Und was war das mit uns? Ein Versehen? Ein One-Night-Stand? Das war nicht richtig. Das hätte nie passieren dürfen. Ich wünsche dir alles Gute. Was machst du denn hier? Ich wollte dich besuchen und dir jemand vorstellen. Das ist Marc. Ich habe ihn im Fitnessstudio kennengelernt. Hm? Marc, hm? Das ist Marita, meine Tochter. Hallo, Marita. Freut mich. Schön, dich kennenzulernen. Freut mich. Gehst du mal das Gepäck holen, bitte? Ja, ist gut. Bis gleich. Was soll das jetzt? Was? Na, das. Du, ich dachte, wir können 1 bis 2 Tage hier bleiben. Ich koche auch für dich. Na dann, herzlich willkommen. So, Marita, versprochen ist versprochen. Gekocht, extra für dich. Dann. Upsala. Oh ja, danke schön. Vielen Dank. Danke schön. Ich glaube, ich habe alle erforderlichen Daten. Fehlt nur noch deine Kontonummer. Da hat sich nichts geändert. Das kann nicht sein, dass du weiterhin alles der Stiftung zugutekommen lässt. Das ist Wahnsinn. Für mich nicht. Ich muss das machen. Paul! Brauchst du noch irgendwas von mir? Unterschrift? Ich möchte los. Findest du nicht, dass du genug getan hast? Meine Güte, das Geld steht dir zu. Kein Mensch hat was davon, wenn du dich für den Rest deines Lebens kasteist. Wir haben das oft genug diskutiert. Wahrscheinlich war es falsch, dass ich dir die Liste mit den Namen gegeben habe. Nein, das war richtig. Hinter dir. Ach was, wir fühlen uns jetzt schon super wohl hier. Wirklich. Ich glaube, Peter würde sich auch freuen, wenn du wieder richtig glücklich wirst. Ich bin ja glücklich. Ohne dich hätte ich das mit Peters Tod nie überstanden. Sag mal, würdest du denn, ich meine, wenn dir das mit der Praxiseröffnung nicht zu viel ist, in den nächsten Tagen mal mit mir essen gehen? Na klar machen wir das. Du bist mein bester Freund. Also komm. Hier? Na, ihr? Euch scheint es ja ganz gut zu gehen heute. Was machst du denn hier? Danke, dass es mir doch gegeben ist. Ich habe seit Nacht in einem Rutsch durchgelesen. Das ist echt sehr berührend. Es ist nur noch nicht fertig, das habe ich dir schon gesagt. Manchmal möchte ich wirklich wissen, woher du deine Geschichten hast. Ich meine, du verlässt doch das Haus quasi nicht. Hast du vielleicht irgendwo einen vergammelten Koffer gefunden mit alten Manuskripten von Zjöbal oder von Mankell oder so? Es ist noch nicht zum Weitergeben. Findest du, das ist perfekt. Ich werde es heute noch weiter zum Lesen geben. Nein, das wirst du nicht.
hatte gesagt, ich will nicht, dass irgendjemand diese Seiten liest. Noch nicht. Wieso stellst du dich eigentlich so an? Wenn ich dir sage, dass es gut ist, dann ist es gut. Herrgott, wieso muss es denn jedes Jahr ein neues Buch sein? Ich brauche Zeit. Euch geht es doch nur ums Geld. Um die Auflage. Mir geht's ums Geld. Boah, du kennst mich überhaupt nicht. Ich habe dich jahrelang wie ein rohes Ei behandelt. Was würdest du denn ohne uns machen, hm? Was würdest du denn ohne uns machen? Hund? Hund? Hast du einen Hund gesehen? Du meinst den Hund, der seit Jahren bei dir lebt, dem du nicht mal einen Namen gegeben hast, dem? Vielleicht hat er sich ein neues Herrchen gesucht. Eins, dem er wenigstens wichtig genug ist, als dass er mal einen Namen bekommt. Er ist verletzt. Immerhin, das hast du bemerkt. Aus! Aus! Hey Mama! Guck mal, dem Hund geht es schon wieder besser. Ich bin hier einfach langgelaufen und plötzlich war er da. Hör mal, Justus, wenn du früher von der Schule kommst, will ich wissen, wo du bist. Du kannst dich einfach in der Gegend rumstreunern. Das nächste Mal sagst du mir Bescheid. Ich habe ihm einen Namen gegeben. Carlsson. Der passt doch prima zu ihm. Hey, Carlsson, du bist mein neuer Freund. Du kannst mich in der Praxis weitergeht und dann fahren wir Stine und Harriet nach Hause, okay? Und als nächstes fahren wir zum Mörder. Wir müssen ja gucken, wie es seinem Hund geht. Erstens sagt man von niemandem, er sei ein Mörder, nur weil er anders ist. Und zweitens geht's dem Hund gut, okay? Hallo Mama, ich bin's. Alles ist in Ordnung. Die Kisten haben wir schon ausgepackt und wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt kommen. Ich kann Stine fragen, ob er Zeit hat. Aber im Moment, weißt du, ist es schwierig. Wegen dieser neuen OP-Methode. Neue OP-Methode? Davon hat er mir gar nichts erzählt. Ach, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Er ist ja nur noch im Institut, weißt du. Dann komm doch ohne Papa. Was? Ohne mich findet er nicht mal zwei zusammenpassende Socken. Ich glaube, was hier los ist. Okay, Mama, überleg's dir. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, meine Kleine. Schlaf gut, ja? Und gib Justus einen dicken Kuss von mir. Mach ich. Hast du noch was vergessen? Ach, Stieg, du bist es. Ich hab dir gerade deinen Lieblingskuchen gebacken. Ja. Ja, verstehe. Na dann, bis morgen. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Nacht, ja? Bis morgen. Alleine. Sag jetzt nichts. Viel Spaß in der Schule, mein Schatz. Viel Spaß bei der Arbeit. Hier. Hallo, Stine. Hallo, Justus. Gefällt's dir? Ganz schön edel. Kleine Spende des Hauses. Na, bist du aufgeregt vor deinem ersten Tag? Ach komm, Marita. Du bist eine tolle Ärztin. Und wir brauchen dich hier in Hallberg. Abgesehen davon bin ich ja auch noch hier. Wenn's mal Probleme gibt, ich stehe hundertprozentig hinter dir. Ach was, wir fühlen uns jetzt schon super wohl hier. Wirklich. Ich glaube, Peter würde sich auch freuen, wenn du wieder richtig glücklich wirst. Ich bin ja glücklich. Ohne dich hätte ich das mit Peters Tod nie überstanden. Sag mal, würdest du denn, ich meine, wenn dir das mit der Praxiseröffnung nicht zu viel ist, in den nächsten Tagen mal mit mir essen gehen? Na klar machen wir das. Du bist mein bester Freund. Also komm. Schule und alles, was wir essen. Dann können sich meine Freunde genau vorstellen, wie es bei uns ist. Bevor du was ins Netz stellst, will ich das aber sehen. Och, Mama, das ist Zensur. Genau. Geht schließlich niemandem was an, das ich nicht kochen kann. Stopp, Mama, anhalten! Was ist denn? Hast du wieder was entdeckt? Ein Elch!
Was ist das? Ich weiß auch nicht. Ein Wildschwein. Wenn ich das meinen Kumpels erzähle. Wenn sie Junge haben, können sie ganz schön gefährlich sein. Lass uns zum Auto gehen, komm. Fahrstuhl ab. So. Mama? Ja, das klingt wie ein Hund. Vielleicht hat er eine Begegnung mit der Wache. Ich geh mal schauen. Du bleibst hier. Du verlässt das Auto nicht, okay? Aber... Ich komm gleich wieder. Keine Angst, ich will dir nur helfen. Keine Angst, ganz ruhig. Na, dich hat's ja ziemlich erwischt. Du hattest aber Glück, dass ich in der Nähe bin. Schön durchhalten. So. Was machen Sie da mit meinem Hund? Gehört der zu Ihnen? Ziemlich erwischt. Mensch, was machst du denn für Sachen? Ich hab doch gesagt, du sollst dich nicht mit Wildschweinen anlegen. Die sind zu gefährlich. Darf ich? Na, komm her. Was machen Sie denn da? Er muss operiert werden. Ja, das sehe ich. Wo gehen Sie denn hin? Ich bringe ihn zum Tierarzt. Warten Sie doch mal. Danke für Ihre Hilfe. Ich bin Tierärztin. Kannst du dich an das Haus erinnern? Wir waren doch schon mal hier. Wo ist denn das Buch? Sandra ist schon ganz schön früh ins Büro. Willst du auch einen Kaffee? Jetzt sag mir, was los ist. Wieso weiß Papa nicht, dass du hier bist? Ich brauche mal ein paar Tage für mich. Ist das klar? Reg dich bloß nicht auf. Ich reg mich aber auf. Habt ihr Probleme? Nee, nicht mehr oder weniger als andere auch. Und was soll dann dieser Quatsch mit dem Wellness? Was? Ich meine, Papa ist total verunsichert. Er wird es ja nicht zugeben, aber er macht sich Sorgen. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Er ist zu mir gekommen. Das tut er doch sonst nicht. Hm. Du willst ihn doch nicht verlassen? Sagt er das? Als ich ihn verlassen will? Weißt du, das ist wirklich komisch. Ich finde das überhaupt nicht komisch. Ihr seid 40 Jahre verheiratet. Da macht man doch nicht solche Spielchen. Spielchen? Redet miteinander. Kannst du mir mal sagen, wieso das alles immer so kompliziert ist? Hm? Ellen Musiol, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Ich habe mindestens schon 10 Nachrichten hinterlassen, das ist also die 11. Ellen, bitte ruf mich an. Ich mache mir Sorgen. Kannst du nicht einfach abhauen, ohne mir zu sagen, wo du bist? Wie geht's dir denn? Ist Mama schon wieder zurück? Sie hat doch gesagt, dass sie ein bisschen später kommt. Ja? Wer ist denn diese hübsche kleine Dame? Ich bin Stine, die Freundin von Justus. Das ist die Katze von meinem Bruder. Ich wollte, dass Justus Mama sie anschaut, aber wenn es nicht da ist, gehe ich lieber wieder. Hm.
Mein Opa ist auch Tierarzt, sogar ein richtiger Professor in der Uniklinik. Sie hat so was am Bauch, einen Knubbel. Mhm. Kann es sein, dass sie sich in letzter Zeit mal richtig geprügelt hat? Die Katze von unserem Nachbar kann Minnie überhaupt nicht leiden. Sie hat einen heftigen Kratzer abbekommen. Der hat sich jetzt entzündet und einen Abszess gebildet. Können Sie ihr helfen? Mein Opa kann ab... Bitte, Engström. Geht's? Schönen Tag, mein Schatz. Hopp! Du auch. Darf ich nach der Schule Carlsson besuchen? Oh, lieber nicht. Ich glaube, dass der Herr Sommerfeld das nicht will. Ach, Mano. Tschüss, Mama. Tschüss. Willst du nicht nach Mama schauen und deine Ehe retten? Marita, das ist anders, als du glaubst. Und ich dachte, sie hätte einen Freund, dabei betrügst du sie. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es erklären. Ich kann alles erklären. Ich will das überhaupt nicht hören. Erklär's Mama. Du bist wirklich das Letzte, Papa. Ja? Marita, du musst sofort kommen. Dem Fohlen geht es schlechter. Ja, ich komme. Ich habe gerade mit dem Labor telefoniert. Und? Der Befund ist eindeutig. Wir konnten nichts mehr tun. Kümmere dich bitte um den Transport. Marius, haben Sie einen Augenblick? Entschuldigung, ich habe gerade einen Notfall. Nur ganz kurz. Ich wollte Ihnen nur mal mitteilen, dass ich Hallberg verlasse, aus beruflichen Gründen. Die Miete zahle ich Ihnen natürlich so lange, bis Sie den Nachmittag haben. Ich dachte, es gefällt Ihnen hier. Es ist auch wunderschön, aber es geht eben nicht anders. Jetzt machen Sie sich mal keine Gedanken über die Miete. Bringen Sie mir einfach den Schlüssel vorbei, wenn Sie gehen, ja? Danke. Was ist denn passiert? Marita. Wo warst du? Es tut mir leid. Ich hatte was Wichtiges. Einverstanden mit dem Umzug. Deine Freunde können dich jederzeit besuchen. Wir sind ja nicht weit weg. Hm? Angeschmiert. Komm, Mama, der Möbelwagen ist schon weg. Du Frechdachs. Mama, hier. Der Möbelwagen ist schon weg. Ich dachte, du vergisst es. Ich dachte, du vergisst es. Hier bin ich doch. So, na los. Da seid ihr ja endlich. Ich hab doch keinen Geburtstag. Gute Fahrt. Nein, Papa. Komm mal, oh, ich hab dich sieben. Gewöhnt euch schön ein. Machen wir. Wir sind ja nicht aus der Welt. Ihr kommt uns ja sowieso besuchen. Stimmt's, Justus? Und dann bring ich dir bei, wie man richtig angelt. Seit wann kannst du angeln? Na, wenn du da bist, kann ich das schon lange. Wir haben unseren eigenen Steg. Toll. Oh. Und damit du mich auf dem Laufenden halten kannst, brauchst du ganz bestimmt das hier. Oh, danke, Opa. Cool, eine Kamera. Oh, das ist lieb. Oh, dass du jetzt aus Land ziehst. Echt, so weit weg, das ist so traurig. Och, Mama, ist alles gut. Jetzt geht wenigstens Peters Wunsch in Erfüllung, weißt du? Mama, wann fahren wir endlich los? Ja, ja, ich komm schon. Ach, unsere Kleine. Bin richtig stolz auf sie. Sie wollte ja schon immer eine Tierpraxis auf dem Land. Und wenn das mit Marius dann auch noch was wird? Meinst du, die kommen zusammen? Wäre doch ideal. Tierärztin, Pferdezüchter, passt doch perfekt. Die ist schon viel zu lange allein. Ja. Ja.
Bin schon unterwegs. Mein Chef. Er möchte über meine neue OP-Methode informiert werden. Kommst du zum Essen? Ja, versuch's, aber du weißt ja, wie das ist mit diesen Besprechungen. Mhm. Ich ruf dich an. Mama, nicht so schnell! Ich muss noch filmen! Du wirst auch genug tolle Dinge vor die Linse kriegen. Ich werde alles ins Netz stellen. Einen Videoblog. So eine Art Filmtagebuch. Das Haus, den Garten, die neue Schule und alles, was wir essen. Dann könnte ich meine Freunde genau vorstellen, wie es bei uns ist. Bevor du was ins Netz stellst, will ich das aber sehen. Och, Mama, das ist Zensur. Genau. Geht schließlich niemandem was an, das ich nicht kochen kann. Stopp, Mama, anhalten! Was ist denn? Hast du wieder was entdeckt? Ich weiß auch nicht. Ein Wildschwein! Mensch, das war ein Kumpels erzähle. Wenn sie Junge haben, können sie... Er kriegt ein Baby? Ja, nicht nur eins. Ich denke, in 2-3 Tagen ist es soweit. Mama hat gesagt, wir müssen unbedingt darauf achten, dass wir ein Männchen bekommen. Wow, super, ein Motorrad. So eins hätte ich auch gerne. Kennst du die Frau? Ich glaube, die ist aus Stockholm, die Freundin von dem schwarzen Mann. Der schwarze Mann? Der mit dem schönen Hund ohne Namen. Er ist ein bisschen unheimlich, aber sein Hund ist ganz süß. Mama sagt, er ist so etwas wie ein Einsiedler. Man darf ihn nicht stören. Vielleicht ist er ein Mörder oder so etwas. Nicht jeder, der einfach nur seine Ruhe braucht, ist gleich ein Mörder, weißt du? So, und ich schaue mir jetzt mal an, wie es in der Praxis weitergeht. Und dann fahren wir Stine und Harriet nach Hause, okay? Und als nächstes fahren wir zum Mörder. Wir müssen ja gucken, wie es seinem Hund geht. Erstens sagt man von niemandem, er sei ein Mörder, nur weil er anders ist. Und zweitens geht es dem Hund gut, okay? Hallo Mama, ich bin's. Alles ist in Ordnung. Die Kisten habe ich schon ausgepackt und wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt kommen. Ich kann es nicht fragen, ob er Zeit hat. Aber im Moment, weißt du, ist es schwierig. Wegen dieser neuen OP-Methode. Neue OP-Methode? Davon hat er mir gar nichts erzählt. Ach, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Er ist ja nur noch im Institut, weißt du. Dann komm doch ohne Papa. Was? Ohne mich findet er nicht mal 2 zusammenpassende Socken. Ich glaube, was hier los ist. Okay, Mama, überleg's dir. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, meine Kleine. Schlaf gut, ja? Und gib Justus einen dicken Kuss von mir. Mach ich. Hast du noch was vergessen? Ach, Stieg, du bist es. Ich hab dir gerade deinen Lieblingskuchen gebacken. Ja. Ja, verstehe. Na dann, bis morgen. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Nacht, ja. Bis morgen. Naja, bis morgen. Von hier aus laufe ich alleine. Sag jetzt nichts. Viel Spaß in der Schule, mein Schatz. Viel Spaß bei der Arbeit. Ja. Hallo Stine. Hallo Justus. Gefällt's dir? Ganz schön edel. Kleine Spende des Hauses. Na, bist du aufgeregt vor deinem ersten Tag? Ach komm, Marita. Du bist eine tolle Ärztin. Und wir brauchen dich hier in Hallberg. Abgesehen davon bin ich ja auch noch hier. Wenn es mal Probleme gibt, ich stehe hundertprozentig hinter dir. Ach was, wir fühlen uns jetzt schon super wohl. Justus, bist du fertig? Der Möbelwagen ist schon weg. Na los, auf geht's. Sag mal, wieso bist du denn noch im Bett? Ich will hier nicht weg, Mama. Aber ich dachte, du freust dich auf Hallberg. Hallberg ist doof. Und alle meine Freunde sind hier. Ich dachte, du wärst einverstanden mit dem Umzug. Deine Freunde können dich jederzeit besuchen. Wir sind ja nicht weit weg. Hm? Angeschmiert, angeschmiert. Komm, Mama, der Möbelwagen ist schon weg. Du Frechdachs. Mama, nee, der Möbelwagen ist schon weg.
Ich dachte, du vergisst es. Ich dachte, du vergisst es. Hier bin ich doch. So, na los. Da seid ihr ja endlich. Ich hab doch keinen Geburtstag. Gute Fahrt. Mein Papa. Komm mal, oh, ich hab dich sieben Minuten. Gewöhnt euch schön ein. Machen wir. Wir sind ja nicht aus der Welt. Ihr kommt uns ja sowieso besuchen. Stimmt's, Justus? Und dann bringst du dir bei, wie man richtig angelt. Seit wann kannst du angeln? Na, wenn du da bist, kann ich das schon lange. Wir haben unseren eigenen Steg. Toll. Oh. Und damit du mich auf dem Laufenden halten kannst, brauchst du ganz bestimmt das hier. Oh, danke, Opa. Cool, eine Kamera. Oh, das ist lieb. Dass du jetzt aus Land ziehst, echt, so weit weg, das ist so traurig. Och, Mama, ist alles gut. Jetzt geht wenigstens Peters Wunsch in Erfüllung, weißt du? Mama, wann fahren wir endlich los? Ja, ja, ich komm schon. Ja. Ach, unsere Kleine. Bin richtig stolz auf sie. Sie wollte ja schon immer eine Tierpraxis auf dem Land. Und wenn das mit Marius dann auch noch was wird? Meinst du, die kommen zusammen? Wäre doch ideal. Tierärztin, Pferdezüchter, passt doch perfekt. Die ist schon viel zu lange allein. Ja. Ja, ja, ja. Bin schon unterwegs. Mein Chef. Er möchte über meine neue OP-Methode informiert werden. Kommst du zum Essen? Ja, versuch's, aber du weißt ja, wie das ist mit diesen Besprechungen. Mhm. Ich ruf dich an. Genug tolle Dinge vor die Linse kriegen. Ich werde alles ins Netz stellen. Einen Videoblog. So eine Art Filmtagebuch. Das Haus, den Garten, die neue Schule und alles, was wir essen. Dann können sich meine Freunde genau vorstellen, wie es bei uns ist. Bevor du was ins Netz stellst, will ich das aber sehen. Och, Mama, das ist Zensur. Genau. Geht schließlich niemandem was an, das ich nicht kochen kann. Stopp, Mama, anhalt! Was ist denn? Hast du wieder was entdeckt? Mama? Schlaf weiter, mein Schatz, es ist noch früh. Geht's dir gut, Mama? Natürlich. Ist der Opa weggefahren? Er hat mich aufgeweckt und gefragt, ob er mich alleine lassen kann. Okay. Dann weiß er ja, was er zu tun hat. Du willst schon gehen? Ich dachte, wir frühstücken noch zusammen im Bett. Das hast du dir wohl so gedacht, dass du so einfach aus meinem Leben wieder verschwinden kannst. Aber da hast du falsch gedacht. Ich lasse dich nämlich nicht so schnell wieder gehen. Ich kann das nicht. Ich glaube, ich habe eine Riesendummheit gemacht. Hey. Hey. Und? Ich habe gefunden, was du wolltest. Ist ja großartig. Bist du sicher, dass die Liste komplett ist? Alle Namen. Paul, ich muss leider gleich wieder los. Sag mal, wie lange bleibst du? Also, hättest du nicht Lust, heute Abend mit uns was essen zu gehen, Walter und mir? Ich kann nicht. Hätte ich mir denken können. Du siehst gut aus, sag mal. Viel besser als beim letzten Mal. Das Einsiedlerleben scheint dir ja doch ganz gut zu tun. Ruf mich an. Ich warte, auf den Text. Dank dir. Geht's? Schönen Tag, mein Schatz. Hopp! Du auch. Darf ich nach der Schule Karlsson besuchen? Oh, lieber nicht. Ich glaube, dass der Herr Sommerfeld das nicht will. Ach, Mano. Tschüss, Mama. Tschüss.
Und weiß er, dass du weißt, dass er eine Affäre hat? Ja, er ahnt es. Es reicht doch. Und hat er dir verziehen? Ja, obwohl es gar nicht zu verzeihen gibt. Habt ihr nun oder habt ihr nicht? Marita. Nein, niemals. Also Carlson, los geht's. Gefällt dir dein Name? Hey! Glaubst du, ich mache einen Fehler? Eines war klar, auch wenn schließlich bewiesen war, dass Max ein Bauernopfer der Ölgesellschaft war und die von ihm geforderten Sicherheitsvorkehrungen missachtet wurden. Er würde den Rest seines Lebens mit dieser Schuld leben müssen, wenn man das denn Leben nennen könnte. Denn eigentlich war er genauso tot wie die Menschen, die mit der Ölplattform im Meer versunken waren. Was machst du denn hier? Carlson, komm her. Komm. Carlson? Ja, so heißt er jetzt. Ich wollte es dir eigentlich persönlich erzählen. Ich war der verantwortliche Ingenieur auf der X-24. Das war mein erster Job. Ich war hochmotiviert, habe gleich zu Beginn gravierende Sicherheitslücken festgestellt. Ich habe hier meine Vorgesetzten weitergegeben und habe sie darauf aufmerksam gemacht, dass ein großes Unglück geschehen könnte. Die Zeitungen haben geschrieben, du seist allein verantwortlich gewesen. Natürlich haben sie das geschrieben. Was hätten denn sonst schreiben sollen? Ich war verantwortlich für die Plattform. Hättest du mehr tun können? Ich war sehr jung. Unerfahren. Die Firmenleitung hat gesagt, das ist schon alles in Ordnung, so wie es ist. Ich habe meinen Mund gehalten. Ich war zu feige. Hatte Angst, meinen Job zu verlieren. Ob ich etwas hätte tun können? Ja. Ich hätte gegen meinen Arbeitgeber in die Öffentlichkeit gehen müssen. Das Sicherheitsprotokoll an die Presse weiterleiten müssen. Das hätte ich tun müssen. Dann hätte ich vielleicht das Unglück verhindern können. Du bist... Oh, Entschuldigung, ich komme gleich wieder. Paul, schon fertig. Wir werden immer schneller. Danke. Wenn Sie gleich unterschreiben wollen, kann ich es heute noch zur Post bringen. Ja, klar. Übrigens, Marita, unsere neue Tierärztin, würde ihre Dienste auch gerne in Anspruch nehmen. Ja, Sie haben mich schon drauf angesprochen. Moment, da fehlt noch einer. Ich habe schon gesagt, dass ich keine Kapazitäten mehr habe. Schade. Naja, vielleicht kann ich am Anfang selber ein bisschen helfen. Wenn Sie wollen, frage ich einen Kollegen, ob er Zeit hat. Es hat keine Eile. Ich kenne Marita schon lange. Ihr Mann war mein bester Freund. Ich helfe gerne. Sie wirkt nicht wie eine Frau, die Hilfe braucht. Stimmt. Okay, ich muss dann wieder. Die Rechnung können Sie mir melden. Mach ich. Na, wie sieht's aus? Wir sind im Geschäft. Super. Herr Sommerfeld? Hallo. Hallo. Wunderschöne Stelle hier. Ich suche nach Bären. Erfolgreich? Ja, dann spazieren wir weiter. Ihrem Hund scheint es ja besser zu gehen. Wenn Sie wollen, kann ich demnächst noch mal nach ihm schauen. Das wäre gut. Eben, wenn Sie nichts ausmacht. Das macht mir nichts aus. Dann warten wir auf Sie. Ich habe übrigens inzwischen Kaffee gekauft. Ach. Also bis dann. Keine Beeren zum Nachtisch? Die waren noch nicht reif. Weißt du eigentlich, wie herrlich ihr das hier habt? Ja, das wissen wir. So. Und jetzt sagst du mir, was los ist. Was soll denn los sein? Wieso ist Mama nicht mitgekommen?
Siehst du nicht krank? Nein, Mama geht's gut, wie immer. Ich hatte nur keine Zeit mitzukommen. Keine Zeit? Sie arbeitet nicht mehr. Sie ist ein paar Tage weggefahren. Kleiner Urlaub. Urlaub. Und wo ist sie hingefahren? Na, nur ein paar Tage. Irgendwo aufs Land. Ausspannen in irgendeinem Wellnesshotel. Machen Frauen doch heutzutage manchmal. Da sind Männer überflüssig. Also den ganzen Tag solche Anwendungen. Also für mich wäre das nichts. Ja. Da musst du halt mit deinem alten Vater Vorlieb nehmen. Ehrlich gesagt, ich finde das ganz schön. So, und jetzt lege ich mich mal ein bisschen lang. Das Essen war hervorragend. Bis morgen. Bis morgen. Tante Sandra, ich wollte nur fragen, wie es Mama geht. Was? Erschöpft. Meines Hotel. Gefällt's dir? Ganz schön edel. Kleine Spende des Hauses. Na, bist du aufgeregt vor deinem ersten Tag? Ach komm, Marita. Du bist eine tolle Ärztin. Und wir brauchen dich hier in Hallberg. Abgesehen davon bin ich ja auch noch hier. Wenn es mal Probleme gibt, ich stehe hundertprozentig hinter dir. Ach was, wir fühlen uns jetzt schon super wohl hier. Wirklich. Ich glaube, Peter würde sich auch freuen, wenn du wieder richtig glücklich wirst. Ich bin ja glücklich. Ohne dich hätte ich das mit Peters Tod nie überstanden. Sag mal, würdest du denn, ich meine, wenn dir das mit der Praxiseröffnung nicht zu viel ist, in den nächsten Tagen mal mit mir essen gehen? Na klar, machen wir das. Du bist mein bester Freund. Also komm. Hier? Euch scheint es ja ganz gut zu gehen heute. Was machst du denn hier? Danke, dass du es mir doch gegeben hast. Ich habe dir seit Nacht in einem Rutsch durchgelesen. Das ist echt sehr berührend. Es ist nur noch nicht fertig, das habe ich dir schon gesagt. Manchmal möchte ich wirklich wissen, woher du deine Geschichten hast. Ich meine, du verlässt doch das Haus quasi nicht. Hast du vielleicht irgendwo einen vergammelten Koffer gefunden mit alten Manuskripten von Sjöwal oder von Mankell oder so? Es ist noch nicht zum Weitergeben. Findest du, das ist perfekt? Ich werde es heute noch weiter zum Lesen geben. Nein, das wirst du nicht. Ich hatte gesagt, ich will nicht, dass irgendjemand diese Seiten liest. Noch nicht. Wieso stellst du dich eigentlich so an? Wenn ich dir sage, dass es gut ist, dann ist es gut. Herrgott, wieso muss es denn jedes Jahr ein neues Buch sein? Ich brauche Zeit. Euch geht es doch nur ums Geld. Um die Auflage. Mir geht's ums Geld. Boah, du kennst mich überhaupt nicht. Ich habe dich jahrelang wie ein rohes Ei behandelt. Was würdest du denn ohne uns machen, hm? Was würdest du denn ohne uns machen? Hund? Hund? Hast du einen Hund gesehen? Du meinst den Hund, der seit Jahren bei dir lebt, dem du nicht mal einen Namen gegeben hast, dem? Vielleicht hat er sich ein neues Herrchen gesucht. Eins, dem er wenigstens wichtig genug ist, als dass er meinen Namen bekommt. Er ist verletzt. Immerhin, das hast du bemerkt. Was machst du denn noch hier? Ah, hallo, Schatz. Das mit dem Angeln hat nicht geklappt. Es gibt Thun, Provenzal. Aber hast du eigentlich überhaupt nichts verstanden? Geh endlich, Papa. Hör auf, dich bei mir zu verstecken. Ja, das Huhn. Schluss mit Hühnchen. Wie geht's dir? Nicht besonders. Ich fühle mich immer wie eine Versagerin, wenn ich das tun muss. Marita, du hattest keine Wahl. Das Fohlen war schwer krank. Darf ich dich was fragen? Hm? Ich habe dich vorhin mit Paul Sommerfeld gesehen. Du weißt, dass er Hallberg verlässt. Das hat er mir vorhin gesagt. Wirklich?
Richter, Richter, das Warten hat sich gelohnt. Wir haben die Filmrechte an den ersten drei Romanen verkauft. Und weißt du an wen? An eine schwedische Produktionsfirma? Nein. An eine europäische Produktionsfirma? Nein. An wen? Hollywood. Wir haben sie nach Hollywood verkauft. Du bist unglaublich. Die Stiftung wird sich freuen. Aber wie kann man denn nur so gleichgültig sein? Guck mal, du hast volles Mitspracherecht am Drehbuch und an der Besetzung. Pass auf, ich habe Shampoos mitgebracht. Du brauchst nur noch zu unterschreiben und dann feiern wir. Das ist großartig. Das ist ein hammer, super toller, geiler Deal. So, jetzt kann sich Ihr Pelle ins Leben stürzen. Danke. Gerne. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Und ich mache jetzt auch Feierabend. Sommerfeld? Paul, hättest du das je gedacht? Das ist doch wirklich ein Traum, oder? So, herzlichen Glückwunsch, Paul. Jetzt lass uns, lass uns mal was anderes feiern. Ich habe jetzt keine Zeit. Das machen wir, wenn ich in Stockholm bin. Geh mal ganz groß aus. Verspreche ich dir. Wie viel du mir schon versprochen hast. Diesmal wird's was, ganz bestimmt. Na gut. Ich muss noch trocknen. Ja. Du bist der Größte. Und hier ist noch ich alleine. Sag jetzt nichts. Viel Spaß in der Schule, mein Schatz. Viel Spaß bei der Arbeit. Ja. Hallo, Stine. Hallo, Justus. Gefällt's dir? Ganz schön edel. Kleine Spende des Hauses. Na, bist du aufgeregt vor deinem ersten Tag? Ach komm, Marita. Du bist eine tolle Ärztin. Und wir brauchen dich hier in Hallberg. Abgesehen davon bin ich ja auch noch hier. Wenn's mal Probleme gibt, ich stehe hundertprozentig hinter dir. Ach was, wir fühlen uns jetzt schon super wohl hier. Wirklich. Ich glaube, Peter würde sich auch freuen, wenn du wieder richtig glücklich wirst. Ich bin ja glücklich. Ohne dich hätte ich das mit Peters Tod nie überstanden. Sag mal, würdest du denn, ich meine, wenn dir das mit der Praxiseröffnung nicht zu viel ist, in den nächsten Tagen mal mit mir essen gehen? Na klar, machen wir das. Du bist mein bester Freund. Also komm. Hier? Na, ihr? Euch scheint's ja ganz gut zu gehen heute. Was machst du denn hier? Danke, dass es mir doch gegeben ist. Ich habe seit Nacht in einem Rutsch durchgelesen. Das ist echt sehr berührend. Es ist nur noch nicht fertig, das habe ich dir schon gesagt. Manchmal möchte ich wirklich wissen, woher du deine Geschichten hast. Ich meine, du verlässt doch das Haus quasi nicht. Hast du vielleicht irgendwo einen vergammelten Koffer gefunden mit alten Manuskripten von Sjöwall oder von Mankell oder so? Es ist noch nicht zum Weitergeben. Spinnst du, das ist perfekt. Ich werde es heute noch weiter zum Lesen geben. Nein, das wirst du nicht. Ich hätte gesagt, ich will nicht, dass irgendjemand diese Seiten liest. Noch nicht. Wieso stellst du dich eigentlich so an? Wenn ich dir sage, dass es gut ist, dann ist es gut. Herrgott, wieso muss es denn jedes Jahr ein neues Buch sein? Ich brauche Zeit. Euch geht es doch nur ums Geld. Um die Auflage. Mir geht's ums Geld. Boah, du kennst mich überhaupt nicht. Ich habe dich jahrelang wie ein rohes Ei behandelt. Was würdest du denn ohne uns machen, hm? Was würdest du denn ohne uns machen? Hund? Hund? Hast du einen Hund gesehen?